Na, hallo und herzlich willkommen. So, da sieht es schon viel, viel besser aus. Jetzt haben wir 720p, jawohl. Jetzt hat 720p 48, jawohl. ich streame aber mit 1080p. Ja, das rechnet ja runter, weil du kein Partner bist. Ah ja, okay, gut. Kriegen erst Partner dann. Ja, solange es geht, warum soll ich es nicht so machen, ne? Sieht immerhin noch ein bisschen besser aus, wenn ich es jetzt auf 720p runterstellen sollte, dann sieht es immer noch ein bisschen besser aus. Hab mir mal so einen YouTuber mal erzählt. Das ist auch so, je mehr Bildmaterial man zur Verfügung hat, desto besser kann man das herunterrechnen. Ne? Also je besser die Ausgangsbasis ist, desto besser ist auch das Untergerechnete. Muss mal kurz in die Küche gehen. Ich glaube, ich muss das auch mal neu starten. Gut, dann haben wir Zumindest das den ja einen Zuschauer habe. schon mal geklärt. Mal hier noch ein bisschen Grünzeug weg. Aha, sieht ja auch hier auf dem Tablet besser aus. Krass. Unglaublich, kaum ob man es richtig geht. He? Haben wir schon die Mark 4 Bänder? Nee, ne? Sind noch auf Mark 3, oder? Ja, das muss als nächstes auf jeden Fall. Wir haben ja schon Stahlbeton. Es ist nur komisch, dass wir es noch nicht so, ne, freischalten konnten. Ja, das ist ja dann irgendwie erweiterte Logistik oder sowas. Da braucht man wahrscheinlich wieder Öl zu oder so, Computer und all diesen Krams. So, Ist dann gerade ziehen wir mal so hier die Fundamente rüber. eine gute Frage, wie wir das mit dem Öl machen. Strand oder Pilzbiom? Ich würde sagen Ja. Strand, weil Strand näher dran ist. Rand ist näher dran. Es ist die Frage, auf dem gleichen Grid bleiben oder? Ja, kann ich dir rüberziehen, kein Ding. Dann kann ich gefühlt hier schon mal loslaufen und Beton holen. Ich habe 1600 dabei. Aber das wird natürlich nicht lang reichen, ne? Ja, das kann sein. So, da ist einer. Ach so. Scheißding hier. Dann hole ich mal Beton. Und dann ziehen wir uns das aber per Pipeline, oder? Da brauchen wir kein, oder wollen wir da einen Zug für bauen? Na, warte mal, was machen wir denn da hinten alles hinterher? Alu, Plastik, Nein, Gummi. Alu können wir woanders machen. Alu ist auch gleich da oben, ne? Das ist ein Riesenvorteil am Strand. Müssen wir nicht alles auf einem Dings machen, auf einem Punkt? Da ist oben eine reine Bauxitquelle. Oben auf diesem. Ich glaube, die Bauxitquellen sind alle rein. Das kann auch sein, ja. Auf jeden Fall wäre das da und man könnte das Petrolkoks leichter zu nutzen für den. Braucht man ja sowieso dafür. Den Abfall, den wir dann quasi aus den Raffinerien haben. Was soll ich sagen? Achso, ja. Platinen. Alu, Plastik, Gummi. Ja. Ich glaube, man kann sogar mit einem Alternativrezept hinterher dann sogar noch Computer machen. Aus was? Ah, Die Platin Platinen, brauchst. die kommen ja sowieso irgendwie, die kann man da irgendwie aus Gummi und noch irgendwas. Ach, Caterium, genau, Caterium ist ja da hinten auch. Was hast du denn hier gebaut? Das ist auch neu. Ja, Oh, ich ach, habe das alles, ist was eine. so möglichst wenig gekostet hat, habe ich immer so hingestellt, ne? Da ist eine Kupfer. Ah, das war bestimmt versteckte Platten da hinten, ne? Ach so, ich habe dann ja das Motorenwerk da halt, ne? Das ist ja jetzt auch nur simpel gebaut, ne? Weil die Ja, naja. Notes eben scheiße sind halt. Das gewusst hätte ich dir die gar nicht bei Hand zusammenkloppen müssen. Naja, egal. Gut, schön. 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 Schön föhnen. Fundament. So, jawohl. Knut muss gleich mal. Ach Quatsch, jetzt sage ich auch schon Knut. Egon muss gleich mal gucken hier, ne? Ich säg dir gleich deine Beine ab hier, Lumpi. Oh, gee.
So, dann hast du dir da die Rohre geholt, So, okay. 2 MK2 habe ich gebaut hier. Jetzt wollte ich gerne das Band von den beiden über das andere legen. So dass es nicht, weißt Ja, das ist ja, na klar. Macht Sinn. Ach, das kann man auch einfach so machen. Das ist ja geil. So, der kann erstmal weg. Die Kiste. So, das müsste ja noch vom Strom ausreichen. Nicht, dass wir gleich hier einen Crashdown haben. Nee, okay, passt. So, wir machen das folgendermaßen. Fördermann Fusio. Ach, oh, shit. Mr. Genau ist wieder unterwegs hier. Oh, nee, ich könnte kotzen. Das sehe. Das sehe, ne? Der Monk wieder am Start, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Na, heute kann mich eh nichts mehr schocken. Ich bin schon gefühlt 273 Millionen Mal ausgerastet heute. Wie ich mit Menschen heute so Autofahren sehe. Ich finde mal die geil, die auf der mittleren Spur fahren. Aber nur da. Die haben die gemietet, die Was dann Dings. ab, wo ging mir das los? Ab kurz hinter Frankfurt, das also jetzt hochkommt, also von dir aus gesehen vor Frankfurt. Die A5 ist mit, dass du den Standstreifen befahren sollst, ne? Nicht einer ist da gefahren. Irgendwann hat es mir gereicht. Die sind da alle irgendwo da hin und her geschlichen, da mit 90 und 100. Und irgendwann bin ich auf den Standstreifen drauf und hab ein paar Schub gegeben. Du warst mir echt zu blöd, also. Böser Idee, fromm. Kommt 15.000 Schilder, bitte den Streifen mitbenutzen und keiner fährt drauf. Alles drängelt sich irgendwo auf der mittleren und auf der linken Spur. So, gut. So, dann schmeiß ich da hinten nochmal ganz fix eine Übertaktung rein, weil ich glaube, das hast du bestimmt nicht gemacht. Bei der Stahlproduktion hinten für die Eisenförderung, ne? Nee. Kommt nämlich ein bisschen zu wenig. Steilbarren. Zu wenig Eisenerz raus. Ja, da müssten dann hinterher irgendwann mal die Mark 3 Miner hin. Dann klappert das. Sonst zuvor müssen wir halt übertappen. Hallo? Dann hatte ich einen lustigen Tesla. Das war auch gut. Der geht ja nur ab wie ein Pfeil, ne? Das wissen wir ja. Elektroauto, das ist ja Ja, klar. klar. Legt ja los wie nichts Gutes. Und ja, weil er haben wir Rängeln und immer wenn dann kurz frei war, dann hat er wieder Schub gegeben. Das hat er aber nur viermal durchgehalten, weil dann seine Batterien wahrscheinlich zu warm wurden. Danach hat er ihn angedrosselt auf 140. Fand ich gut. War ich auch Sind ja ganz glücklich drüber, weil generell halt sehr zügig, ne? Alle Elektroautos halt, ne? ja, Beschleunigung ist der Wahnsinn, ne? Aber ich war dann ganz froh, dass er dann nur noch 140 fuhr, weil es fing dann an zu regnen und ich dachte, das ist ganz schön gefährlich, Strom und Elektro, ne? Das weiß man ja. Ja. Nein, das ist schon ein schönes Auto, aber wie gesagt, das ist halt nichts für Langstrecke. Also wäre ich mit dem Tesla gefahren, würde ich jetzt wahrscheinlich heute Abend um 9 oder sowas oder um 10 ankommen. Ja, weil da einfach Also gut, die laden mittlerweile ja sehr schnell, aber ich hätte drei oder viermal laden müssen unterwegs. ja.
Das ist jeweils eine Stunde, naja, was ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde weg, ne? So, ja, dann saue ich mich jetzt mal mit Beton voll und komme wieder zu dir. Und Stahlbarren. Barren oder Träger? Träger. Ja, okay. Ach, für die Bänder. Ja. Richtig, ja. Bring ich mit. Oh, jetzt habe ich auch Okay. gar keinen. Jetzt könnte ich MK1 könnte ich noch machen. Einfach, dass es schon mal gebaut ist, dann braucht es nur abgedatet werden. Schon wieder runtergefallen. So. Wenn es mir entgegenkommt, dann ist es richtig, ne Chat? Oder auch in den Träger hin. Da hinten noch was vergessen? Nee, ne? Alles cool hier, alles cool. Was hat denn, warte mal, wie viel haben wir da Output? 120. 120. 270 sind. Oh, da müssen wir die leicht übertakten, ne? Aber die Charts hast du, glaube ich, alle. Hm. 100, 200, was habe ich gesagt? 270. Die Hälfte ist 135, ne? Zack. Gerade den Ingame-Taschenrechner auspacken. Aber ey, hallo. 135. Enter. Ach so, da ist gar kein Chart drin, Leute. Pff. Kein Wunder, dass es nicht geht. So, dann haben wir. Ja, ich habe den noch gerade ausgemacht. 14,5 Megawatt. Das ist ja nicht so viel. Mehr. Dann baue ich mich da zum Strand rüber, ne? Jetzt. Ja, ich bringe dir erstmal den Beton, weil Stahlträger dauert ein bisschen. Das ist das, was ich meinte mit dem, da kommt nicht genug Eisen. Ja, ich hatte irgendwo bei dem Kupfer hatte ich, glaube ich, noch Beton liegen, 2000 Stück. Beim Stimmt, das Ba. habe ich gesehen hier hinten irgendwo. Da ist nämlich Ja, nochmal mit, ja, ja, genau. ja. Dann ist das gleich weggeräumt. Was ist denn jetzt? Oh, hier ist ein blöder Vogel, der auf dem Boden rumkriecht. So, laufe ich jetzt mal los. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Schnecken. Eine Schnecke ist im Stream. Eine lila, Der kam tief, ne? aber ja. Der kam tiefer.
Jetzt muss ich da entweder einmal rüberbauen oder da hinten. Ach nee, da könnte man auch. Wo ist denn dieser Teich überhaupt? Ja gut. Jetpack muss her. Ja, aber das ist noch nicht so einfach. Oh, da hast du eine Rampe, jawohl, sehr gut. Nee, ich bin jetzt hier bei den Wasserextraktoren, da geht's einfacher. Es wird Zeit für diese anderen Foundations, ey, definitiv. Die Halbsmarten meinst du? Ja, die du so ganz einfach hochziehen kannst. Leg da einfach hin, hole ich mir weg. MKW-Band kommt bei den Treibstoff genannt. Nein, gibt auch normale, unrein, weiß ich nicht. Das war die Boxy-Quellen, das Ah andere. ja, stimmt ja. Ich kann gleich mal nachgucken. Stimmt, hast recht. Fünf unreine, sechs normale und sechs reine. Mehr nicht. Laut interaktiver Karte. Doch ein Schwein. Ach, da ist es doch. Wo hast du die jetzt hingelegt? Noch gar nicht. Ich Achso. habe hier gerade ein bisschen. Da runtergefallen oder was? Nee, ich hab mache hier unten gerade die Bäume weg, damit du es oben besser So, gucken kannst. ja, Da. ach, hätte ich mich durchgebaut. Aber danke. Technik eingebaut. Können wir gleich nochmal hier gucken, ob wir die Festplatte da schon rauskriegen aus dem Schiff, was hier oben in dem See liegt? Da braucht er wie 30 Megawatt zu oder so, ja. Da ist ja kein Ach, Problem. Ich kann immerhin. ein bisschen Strom nachziehen. Müssen wir sowieso. Und ich baue auf eine Schnecke zu.
Hallo. Sie mal anknippern oder was? Ey, diese Dunkelheit immer, ne? Was ist denn das hier? Warum geht denn das hier oben nicht? Jetzt. Zwanzig Megawatt und 4 Stahlträger. Habe ich nicht. Aber ein Kraftwerk kann ich bauen. Ich würde gerne mal so ein Elektroauto fahren, bin ich noch nie gefahren. In Amazon e-tron gefahren. Und ja, eindrucksvoll, muss ich sagen, aber wo ist dein Kumpel? Da. Ja, renn doch einfach ins Wasser, du Trollo, ey. ach, hast du einen Generator hingesetzt? Ja, Okay. aber noch nicht befüllt und fehlen die Startträger halt dafür, ne? Hier ist ein Schnackschen. Geht nicht. Oh, die Sonne muss aufgehen, ich sehe nichts mehr. Ja, vor allem kommen doch zwischendurch mal die Spinnen. Ich meine, war gut mit den Orgeln dann, aber und man sieht die Schnecken gut. Ach so, ich habe mal so ein paar. Ich habe in MAM dieses eine Rezept freigeschaltet, wo man aus Organen und Mycelium eben Inhalatoren herstellen kann. Ja. Da hätte ich noch 14 Stück für dich im Inventar. Also ich habe brüderlich geteilt und Hab schwesterlich betrogen. ordentlich Nüsschen und Beeren. Nutzt die Natur ganz, ganz selten. So, noch eine Schnecke hier. Kann man nichts wegsägen oder was? Diese komischen Pilze hier. Ätzend. Nochmal ein kleiner. Gut, wieder oben auf dem Bogen, aber da kommt man nicht ran. Jawohl.
So, dann 6. Ach so, kann ich auch mal mit denen machen, ne? Kann ich das ja so. Nein. Ich habe So. noch 300 jetzt. Ja, ich habe dir noch mal ein paar hingestellt da. Danke. Dafür nehme ich die Schnecke mit. Warten Sie. Sehr schön. Ja, da hinten die Eisen Beiträgerproduktion da in Spannung kriegen. Für kleine Jungs gleich erstmal noch hier runterbauen. Wenn es jetzt wackelt im Chat, ne, dann ist es mein Knie, weil ich Druck habe auf der Blase. Das war ja irgendwie klar. Ein Platz für Katerium. Aber schnell tot. Hast du dir die Platte hier aus dem Schiff auch mitgenommen, die am Strand ist? Die habe ich dabei, ja, die schmeiße ich jetzt gleich rein. Gut, sehr gut. Nein, die Platte. Ja, du musst dann, wenn du hier einen Zug bauen würdest, musst du ja auch das immer so gewährleisten, dass der Container, der in den Zug reingeht, also die Masse eben, dass die auch immer da ist halt, ne? Ja, ich habe das immer mit Überläufen gemacht, ne? Also, dass der Bahnhof immer gefüllt wird, alles, was dann über ist, geht in Schredder. Ja, aber du musst es den Bahnhof auch voll kriegen, also den Befüllungsport halt, ne? Na gut, wenn er nicht voll wird, wird er nicht voll, ne? Dann kannst du halt auch nichts machen. Das ist dann.
auch noch genau. Ja. Ach, das ist da hinten erst, lol, okay. Und dann dauert es natürlich noch ein bisschen. Die totale Konzentration hier bei mir wieder. Dieses Schrägbauen ist so, du kannst nicht schnell laufen und dann. Ja, da fehlt das Smart wirklich, das ist. Habe ich gestern auch versucht zu installieren. Aber ich habe ja die mit der Experimental gespielt und die ist ja schon geupdatet auf die neue Engine. Ja, das läuft Und nicht mehr, das hatte ich. deswegen geht die Smart Mod da eben auch nicht und das Programm ist immer abgestürzt. Jetzt habe ich mir den Speicherstand versaut. Ja gut, musste einen davor nehmen. Genau, Das ist ja. ja nicht schlimm. Der hat ja immer was, immer drei Speicherpunkte. Genau. Wenn du das jetzt nicht gerade 45 Minuten lang ausprobiert hast, dann hast du ja noch einen davor. Mach mal die Viecher hier auch weg, ne? Schon mal. Also, du bist jetzt am Strand so, aber ich will ja, dass du auf Fundamenten baust. Das machst du ja nicht freiwillig. Ich bin nicht am Strand, ich bin jetzt gerade in der Stahlproduktion. Ich baue dir jetzt ein Fundament am Strand. Ja, müssen da auch auf jeden Fall hin. Ja, ganz, ganz viel und groß. Ich setze dir hier was hin, dass du weißt, wo die Dings sind für, sag schon, Die Quellen. die Quellen, genau. Und zwar setze ich dir da hin. Ja, also ich brauche nur zwei. Also ich bin meistens sogar mit einer ausgekommen tatsächlich. Weil da ist ja eine reine, glaube ich. Aber Und da kannst du so viel mit beschicken. du musst ja trotzdem irgendeine wählen, Ja. ne? Also, so, die ist jetzt hier, so, da. Dann gucke ich jetzt gleich mal, wie das hier läuft. Vielleicht noch eine Schnellfinde irgendwie. Na, ich glaube, die habe ich. Ja, weiß ich nicht mehr, müsste man auf der Karte gucken. Lieber geht das jetzt schon mal schneller. Was geht schneller mit dem Stahl? Ja, wir haben zu wenig Eisenerzeit gehabt, ne? Dann teilt sich ja die Produktion noch auf hier von den Stahlträgern. Geht ja dann noch einmal in die Stahlbetonträgerproduktion. Kommt ja natürlich nicht viel an, ne? Sorry, Chat. Man machen könnte, wir haben ja jetzt sowieso alle Produktionen gefühlt am Start. Kann ich hier aus unserer Startbase mal das ganze Eisenerz rausholen. Da ist doch noch ein Miner, der ist noch nicht so. Oh, Er ist noch gar nicht angedockt. brauchen wir da jetzt ja eh gefühlt nicht mehr. Weil wir alles schon woanders jetzt produzieren. Dann ist da auch wieder ein bisschen was weg vom Platz her. Was will der denn von mir? Ich bin voll weit weg und er schießt trotzdem auf mich. Aua. Oh, ist sogar noch das Speck drin. Ich habe gerade aufgeladen, ey. Schon wieder die Hälfte weg.
Arschgeige, ey. Lernen hoffen. Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo. Ja, mach das, bevor du dich einnässt. Einlässt, genau. Bin auch schon groß. Strom kannst du dann gleich mitbringen, ne? So, Bis zum live. Wrack habe ich gelegt, aber ich hatte dann kein Kupferdraht mehr. Hatte ich ja dir gegeben. Ach ja, okay. Bringe ich dann aber gleich wieder mit, kein Problem. Bring dann auch gleich ein bisschen Zeug mit für, ja, war schon was, für die Raffinerien und sowas. Also Stahlbeton habe ich noch 170 hier. Den wir auch dafür brauchen. Motoren brauchen wir dafür, ne? Kannst ja Ja, mal. wenn die Frau nicht ganz so blöd wäre, dann hätte er auch den Übertaktungsregler nach oben gezogen. Und dann würde noch mehr Eisen rauskommen, wenn man die Schnecken, die Energiefragmente da schon reinpackt. Das hat er aber vergessen. Da habe ich es gemacht, gut. So, wo Ich ist habe der eine? neulich ein schönes Layout für ein AKW gesehen. Ich glaube, das werde ich mal austesten. Dann, wenn wir soweit sind, halt, ne, natürlich. Ja. Hatte ich dir geschrieben, ne? Wann Update 5 kommt, ne? Ja, einen Tag vor Gut. meinem Geburtstag. Richtig, genau. War ja am Freitag nochmal ein kurzes Video von Jace und ja, das hat nochmal geleakt. Also quasi noch 4 Wochen. Richtig. Freue mich. Ja, Ja, schönes Geschenk kann es nicht geben, ne? eigentlich schon, ne? Mein Sohn ist da dann. Aber streamen können wir trotzdem. Also, ich habe ja Urlaub dann die Woche. Ja, vielleicht hast du ja dann auch den PC schon fertig oder was? Deinen alten quasi. Also der ist fertig, ich muss den nur noch. Ich traue diesen kleinen Pins eben nicht, wo Power Switch und so, weil das auf dem Board noch mal in der Ecke kleiner ist. Also ich weiß nicht, wie man so eine Scheiße drucken kann. Ach so, Chat, ich gehe kurz aufs Klo. Hatte ich Warst du ja immer schon. noch nicht? Na, jetzt aber los, du. Jetzt aber los. Ja. Los, Chat, halb fürs Klo. So, ist jetzt schon mal ein bisschen besser. So, da bin ich wieder. Ja, wegen der Panel wieder, da kannst du, was immer ganz geil geht, gehst du auf die Seite vom Bordhersteller, ziehst dir das PDF und dann kannst du das schön vergrößern, weißt du? Na ja, stimmt, hast recht.
Dann kannst du das immer relativ sauber anstecken. Weil den Druck siehst du in der Regel nicht mehr, wenn so ein Gehäuse ist, weil unten nur mit der Lampe und Ja. noch eine Karte davor und. Alles voller Müll hier. Müssen wir hier einen Schredder aufbauen? So, jetzt sollten sich hier langsam die Träger stauen. Das tun sie nicht, weil der immer noch produziert. Ich habe es da ausgeschaltet. So, jetzt. Lass einfach das Band mal ab. So, was brauchen wir denn alles Feines? Wir brauchen eine Ölpumpe auf jeden Fall. Wir brauchen mindestens vier Raffinerien. Vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf. Dieses eine Spezialrezept haben wir, glaube ich, schon, wo du aus Kunststoff Gummi machst oder umgekehrt. Apropos, baut ihr mal eine Mem ganz kurz? Mal reingucken. Die Festplatte ist fertig. Du oder ich? Ja, du kannst du auch machen, sehen wir das ja. Genau das meine ich, das Rezept, das mittlere. Den Weil du, recycelten Gummi. ja, genau, und das gleiche gibt es auch noch recycelten Kunststoff. Ja. Und das ist so ein Ding, was eigentlich total geil ist, weil du machst aus wenig Kunststoff viel Gummi. Und Ja, auch umgekehrt eben betrachtet das, auch. was wir am meisten brauchen, ne? Gummi braucht man gar nicht so viel. Ja, ist ja egal, aber das andere Rezept haben wir, glaube ich, auch. Die anderen würden mich jetzt nicht so, obwohl doch. Machst du auch in der Gießerei mit Barren, okay. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da würde man tatsächlich ein bisschen Eisenerz einsparen. Dafür müsstest du aber natürlich wieder einen ganzen Arsch voll Schmelzen bauen. Ja. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Wenn man das von vornherein gehabt hätte, dann, also Man bevor man die Stahlprodukte, spart ne? sich ein Drittel Eisenerz ein, ne? Ja. Ja, entscheide du. Ich würde. Ja, gute Frage. Ich würde tatsächlich das Polymerharz nehmen. Okay. Im Prinzip ist es egal, die kommen nicht alle wieder. Jetzt nichts, was wir. Komm, ich klicke das Polymerharz an. So, das war das. So, wir haben wieder weg. Zick. Hast du nicht noch eine Festplatte? Leider nicht, nee. Aber wir Okay. können auf die Insel hinten gleich mal gehen. Da ist noch eine, da braucht's nichts zu. Da sind Muss bloß ein nur Haufen den. Viecher. Ja, genau. Ich mach die schon mal weg. So, let's see. Jetzt habe ich. Bevor du da wieder so lange an dem dicken Viech rumdoktorst. Ja, gib's mir ruhig. 5 Raffinerien, so, das und eine Ölpumpe, das ist klar. Auch ein bisschen Speicher. Damit, dann nehmen wir mal ruhig mal 1, 2, 3, 4 Solarcontainer. Ey. Ja, Rest ergibt sich. Du musst erstmal Kunststoff und Gummi herstellen, dann können wir erstmal die Milestones machen. Okay, so. Gut. Dann brauche ich Motoren, Stahlbeton und Rohre. Rohren haben wir hinten, das ist gut. Stahlbeton hole ich.
Ich will brauchen. Wasser In braucht seinem man noch nicht. komischen Dings, was sich in einer Luft aufstellt, eine komische. Blödes Vieh. Drecksspucker, ey. Irgendwo schon Kupferblech, ne, ne? Kupferblech, ja, am Weltraumlift habe ich nochmal einen extra Konstruktor gebaut, der Ah, ich da. sehe ihn. Ja, wunderbar, perfekt. Das nehmen wir mal mit, so. Da braucht es keine schweren Rahmen für. Ich drehe ja durch. Sehr gut. Dann brauche ich ja nur noch Rohre, Motoren und Beton. Ja. Dorthin. Da sind ja zwei dicke. Ja, das ist ganz schön biestig da hinten. Und fliegen mit all so Scheiß. Oh, das ist nur ein normaler Spucker. Oh. Zwar ein großer, aber. Aua. Hier liegen Computer rum, cool. Noch einer. Und eine Schnecke, eine gelbe. Die hole ich auch noch schnell. Hier ist Na noch gut. was. Ich habe keinen Platz im Inventar. Oh. Also diese Rampe mache ich bald Geländer ran hier, ey. Jedes Mal fliege ich drüber weg. Schwere Rahmen zweimal liegen hier rum. 10 und 9. So, ein bisschen Kupferdraht wollte ich noch nehmen. Steck die Festplatte gleich ins MAM, ne? Ja. Die schweren Rahmen nehmen wir gleich mit. Hallo? Aua! Zappel Philipp wieder hier. Zappelschweine. So, Kabel habe ich, Beton habe ich, Spulen habe ich, jawohl, gut. Gut, ich komme erstmal runter. Altrion, das dauert noch ein bisschen. Jetzt mal die Maut geprellt in der Schweiz, du. Und hat er den Trecker jetzt gekauft, oder? Nee, ging gar nicht. Also da hättest du noch mal ja, also was jetzt Arbeit und Geld reinstecken muss, das ist klar, ne? Aber da hätte er noch mal 15.000 reinstecken müssen und für die Summe, die der haben wollte für den Trecker, da hättest du einen fertigen dann gekriegt, weißt du. Das hat keinen Sinn gemacht. Aber das war echt geil. Die Navi schickt mich
hintenrum da A98. Ist gut. Ja, dann so plötzlich, ja, jetzt hier Abfahrt, Umleitung, der Tunnel gesperrt. Paar Meter von dem Tunnel. Der ist dann 500 Meter zur anderen Seite, also einmal über den Rhein, dann bist du ja in der Schweiz. Ja, und da fährst du auf der schweizerischen A3 weiter. So nicht weit, das sind nur 8 Kilometer oder so. Aber das ist halt eigentlich mautpflichtig, weißt du? Okay. Und da habe ich halt auch überhaupt nicht dran gedacht. Ich hätte mir eigentlich eher im Kopf gemacht, ja, was ist denn jetzt hier mit den Einreisebestimmungen oder so, ne? Gilt jetzt hier dein Covid-Pass, was du auf dem Handy hast oder so mit angehalten bist? Ja. Aber Gott sei Dank nicht angehalten worden. Ja, kann auch keine Ahnung. Ich hätte jetzt ja nicht mal eine Vignette kaufen können, da war nichts besetzt, ne? Ja. Das war auch nicht deutlich, dass du da jetzt umgeleitet wirst durch die Schweiz, also. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite du. Ich habe jetzt alles freigemacht hier von Viechern und ne? Ich komme, ich habe vor kurzem Weil hier drüben ist ja auch noch sogar Besuch. so ein Oh, ist ja noch ein großes. Kumpel. Was? Noch einer. Ah ja, Moment, ich bin noch ein bisschen ein paar Spucker hier gerade. Der dritte da. Ich laufe jetzt gerade quer durch, ich bin jetzt nicht den Fundamenten gefolgt. Deswegen sind hier noch ein paar Viechers. Okay. Ich war hier, ah, nochmal ein Spucker, jawohl. Und ich war hier auch irgendwo noch ein Schneckchen auf so einem Stein. Da ist noch eine Abschlussstelle. Moment. Und nochmal ein Spucker. So, also auf dem einen ist ein Rotor und auf dem anderen ist Beton. Ich hing fest im Baum. So, frei. Essen. So, da ist eine Abschlussstelle. Ich hoffe, die Kapsel liegt nicht in. 68 Beton haben wir noch. Oh je. Ja, sonst musst du nochmal zurückgehen. An der Rampe nach den Kraftwerken, da liegt noch ein. Da liegt noch ein Schwung Beton. Ich habe die den Beton jetzt gegen Schnecken ausgetauscht. Fliegen. Aber das wird auch nicht lange halten. Du schwimmst ja sogar mit den Stelzen schneller. Okay.
So, was hat denn der für Anforderungen? 53 Megawatt. Dann brauchen wir mal zwei Bio. Wie es aussieht. Könnten ja eigentlich mal zum Dogonest gehen und das plündern, ne? Dogon ist. Ja, es gibt eine Höhle, wo Dogos sind. Okay. Viele, viele. Ich glaube, 5 Stück oder so, und dann sind da mehrere Spots, wo eben die ihren, so wie Elstern halt so, ne? Aber ich warte mal, ich weiß gar nicht, ob das hier war oder. Ne, da hinten irgendwo. Aha. Nee, das war das alles gut. Das war die. Ich habe die Kraftwerke wieder abgerissen hier. Ich habe doch gerade noch eine Festplatte gefunden. So, laufe ich jetzt durch die Höhle? Nee, da verlaufe ich mich immer. Das mache ich nicht. Ich gehe wieder hoch. Nee, da war es nicht. Da oben, glaube ich, weiter, oder? Ja, genau hier. Ist natürlich von Vorteil, dass ich jetzt überhaupt keinen Platz wieder im Inventar. Ach, ich habe so viel Holz und so viel Dings, das kann ich mal alles wegschmeißen. Hallo, drück doch Alt-Taste. Ist noch ein Wrack. Hi. Cool. Gar nicht mehr wach, oder was? Doch, auch was höre ich. Oh, großes Schwein. Wieder was essen? Also ich bin jetzt in der Dogo-Höhle, ne? Du kannst das ja da am Strand da irgendwo auf die Platte legen, dann. Soundausfälle hier. Guten Morgen. Stahlbeton, Rahmen, Motoren, Kombuta, Draht, Schrauben. Was habt ihr noch alles für mich? Schon gemein, denen das alles so klauen, ey. So, schrauben das mal lieber. So. Da unten war nämlich, glaube ich, auch noch so ein Nest. Nicht so ein. Nee, ach nee, das war oben. Ja, okay, nee, dann komme ich da noch nicht hin ohne Jetpack. Chat. Wieder eine Schnecke, aber alles war. Mann, habe ich mich wieder verlaufen hier oder was? Nicht gut. Also die eine Schnecke markiert eine Ölquelle, ne? Nur so. Ah, hier ist auch nichts, wo ich mit hochbauen könnte, ne? Türme kann man auch nicht übereinander platzieren, ne? Diese. Dass man die so übereinander baut, das geht auch nicht, ne? Türme. Ja, diese Aussichtstürme. Ach so, nee, ich glaube, das geht nicht. So, jetzt komme ich zum Strand. Da muss ich nämlich auch. Muss ich auch erstmal ganz dringend. Oh, noch ein Schlucker hier. Ein grüner. Das ist ein Pilz. Pilzbier.
Man könnte Leitern hochbauen, ne? Ja, jetzt hat ja langsam die Schnauze voll jeder. Ach, Taschbucker. Herrgott, noch mal. Wärst du mal doch auf der Dings gelaufen, ne? Ja, hätte ich jetzt aber die zwei Festplatten nicht. Ja, okay, das stimmt, ja. Eine Schnecke und gefühlt 20 Orgeln hier. Ja. Das sieht gut aus. Nicht. So, bist du gerade safe, ja, ne? Ja, ich bin in der Höhle, ne? Gut, ich muss nämlich mal ganz kurz auf wohin. So. Ich glaube, also hier war auch noch mal so ein. Außer die Bären habe ich jetzt hier nicht wirklich was. Oh, wenn ich mich das trauen würde, ne, Chat? Dann, ja, aber ich habe ja nur diese blöden Stelzen drin. Oh, ich traue mich das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Wasser hier so tief ist, dass man da. Ah, ich probiere es einfach, komm. Glück gehabt. Jetzt kommt hier so ein Höhlenhai oder so und frisst mich einfach auf. Gibt gar nicht so eine Dinger. Das sind nur Steine. Aber ich bin der Meinung, hier gibt es noch irgendwie sowas. Ich glaube, da unten ist noch mal so ein. Ach, guck mal an, hier habe ich doch richtig geraten. Ich Kabel, habe die Schlemmer. Motoren vergessen, ich Trottel. Oh nein. Ich habe welche mit. Ich habe welche. Ja, aber nicht, nicht. 32 Stück. Nicht so viele, nee, ich muss nochmal zurück. Zur Not können wir ja auch noch welche bauen. Jetzt komme ich hier aber nicht mehr hoch. Dann muss ich da hinten raus. So, das ist. Ah, hier, guck mal, da sind ja noch Schnecken. Eine Schnecke ist hier noch. Eine gelbe. Wie, gleich alle erledigt? Okay. Gut, why not? Ist jetzt wieder was abgerissen, oder? Ich habe gar nichts abgerissen, ich bin hier immer noch in der Höhle, Das beziehungsweise. ist die schräge fehlt jetzt die Rampe, die du gebaut hattest. Wo meinst du? Ja, die dann runterführt zum Wasser quasi, ne? Ach so, das ja, nee, da geht's ja über einen Hügel, wo die Dings, da kannst du ja da schon runtergehen. Und unten kommst du dann aber wieder den Zuwegung an, hin. Entschuldigung.
bis da hinten noch. Habe ich da was? Nee, da habe ich doch nichts abgerissen. Dann hast du es abgerissen. Ich habe da nichts abgerissen. Ja, ich habe nicht durch weggemacht. Nicht. Okay. So, dann kann ich jetzt wieder da lang laufen. Bitte. Also ich könnte dir noch 15 Motoren machen. Ich bin jetzt kurz vor der Produktion. Sehe ich schon quasi. Was quasi, ich weiß nicht, wie viel da drin ist. Also Ja, ich hatte vorhin geguckt, da waren vorhin schon knapp 100 drin, also das ist jetzt schon. Sollte laufen. Ja, es sind fast 200 drin. okay, gut. Bügeln wir da weg. Motor. Ich mache nochmal 9 Stück, dann habe ich 40. Wollten wir was frühstücken? Meinst du, es gab ein Frühstück irgendwo? Also, So. Autohof. Ja. Also ein gutes Frühstück, ne? Jetzt nicht irgendwie so ein Scheiß halt. Ja. Keine Chance. Okay. Drei Autohöfe angefahren. Nix. Überall, also McDonald's, gut klar, die hatten offen, aber kennt ihr das McDonald's-Frühstück, das ist ja grauslich, ne? Weiß ich nicht. Burger King hatte überall zu, die haben erst um 11 aufgemacht. Die Raststätten, da war ein Ding, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, irgendwie so zwei Scheibchen Schinken, Mortadella, ein Stück Butter und dazu irgendwie zwei Brötchen und ein Ei. 8,90 €. Da habt ihr gelitten oder was, ne? Zweiten Autohof angefahren, ähnliches Spiel. Jetzt, ne? Da ich jetzt fahren wir bis 12 Uhr ist und dann gehen wir was richtiges essen. Da waren wir dann nochmal trotzdem bei McDonald's, aber da gab es halt bei McDonald's das richtige Essen. Was denn, verlierst du eine halbe Stunde durch so einen Scheiß wieder hoch? Modulare Rahmen brauchst du nicht dafür? Die habe ich am Mann. Ach so, okay. Ich habe auch noch Ich habe alles 62. mitgenommen, bis auf die Motoren. Die habe ich einfach schlichtweg vergessen. Ich habe jetzt 51. Ne, 50. So, achso, muss ich runterhupfen hier. So, zack. So, dann Für die bekämpfen wir Lippe. hier nochmal die Vegetation. Ach, und was wollte ich noch machen? Ich wollte den Strom mitziehen, ne? Ja. Mach hier schön. Ich liege hier schön in meiner Liege und warte schön auf dich. Den noch mal um. Ich könnte ja ein bisschen entgegenkommen mit Strom. Aber ich habe nur 27 Beton. Die Leitung ist zu lang. Auch
Hier müssen Beton klauen. So, davor, da war ich da schon irgendwo. Da ist ein. Ach so, doch. Ja, passt. Jetzt habe ich wieder 67. Hab schon, hab schon, hab schon, hab schon, hab schon. Na denn. Geht weiter. Brauchst du nur da anknippern, wo ich aufgehört habe, also dem Strom folgen quasi. Soll ich denn in der Zeit mal irgendwo in der Base mit dem Strom da die Kraftwerke nochmal anschließen? Ja, das wäre gut. Dann, Sie sind noch gar nicht dran am Netz, oder was? nee, ich habe ja nur bisher Wasser angeschlossen. Ach so, Das ja, nee, mit der dann auf jeden Kohle. Fall, ja. Warte mal, ich lege hier Ach mal so, noch. da fehlen mir die Bänder, ne? Da fehlt das Material für die Ich Bänder lege zu. hier nochmal Motoren hin und keine Ahnung, was du da noch brauchst. Rahmen, Falz. Ne? Hier so, da wo die Foundations losgehen, hier halt, ne? An der Stromleitung. Unten wieder am Strand. Da lag das. So, dann gehen wir Ja. nochmal zurück hier. Ja, Auto haben wir jetzt deswegen nicht dabei, Chat, weil ich halt Foundations gebaut habe, ne? Das hat sie ja jetzt ausgebeutet, ne? Das Kraft, das Wrack, was sie. Ach, sag mal. So Was jetzt. im See liegt. Ja, genau, ja. Ja, das ist geplündert. Können wir ja den Beton hier wieder wegnehmen. Und markieren. Löwenschweinchen ja auch schon weg, ja, ne? Ja, die kommen ja immer wieder, ne? Nee. Erst nach dem Update, ja. Also wenn du die Panzer einsammelst, kommen sie erstmal nicht wieder. Das dauert dann eine ganze Weile. Ich glaube 4 oder 4 Tage oder 5 Tage oder sowas, dann kommen die wieder, wenn da nichts gebaut wird. Also Bären irgendwie nach 2 Tagen und die Viecher halt nach ein paar Tagen später. Ja, okay. So, Strom dahin, okay. So, und zwar irgendwo hier das. Ja, hier fehlt ganz schön viel Dings. Dings halt, ne? Sie nicht, ne, was er jetzt gemacht hat, aber egal, naja. So ist er halt. Der Monk. Des Grüßen.
doch schon richtig. So. So. Warum sagt denn keiner was? Da ist er. Nein, das war zu schnell. Jetzt wieder voll drauf. Ich zieh gleich die Dinger aus. Die nerven mich. Nein, so. So, dann haben wir das. Jetzt müssen wir nur noch Kohle anschließen. Wir bauen da jetzt einfach einen normalen Container oben drauf und gut ist. So. Kann das schon mal volllaufen. Und dann schließen wir irgendwann an. Also ich würde jetzt die Wasserextraktoren erstmal ans alte, also ans, ne, Netz anschließen, dass die Kraftwerke schon mal volllaufen. Mann, ey. Was ist denn das? So, dreimal Kunststoff, zweimal Gummi, sollte gehen, ne? Sieht denn das jetzt mit der Stahlproduktion aus? Shit. Die Träger musst du dir am Weltraumlift holen. Da ich habe das Band von diesen individuellen Rahmen zum Container erstmal abgeschnitten, Ja, okay. sodass der vollläuft und dass dann auch da die Träger erstmal volllaufen. Das verbraucht natürlich aktuell gerade unheimlich viel von den Stahlträgern, ne? So, müssen wir erstmal Druck auf die Leitung hier. Und dann müsste das. Ja, super. Aha, es füllt sich. Haben wir die eigentlich? Ne, die sind nicht übertaktet. Jawohl, das sieht doch schon mal gut aus. Dann können wir auch schon die Kohle anlaufen lassen.
natürlich jetzt noch sehr langsam. Aber das muss ich dann gleich nochmal. Ja. Also ich fahre jetzt nochmal mit dem Auto hoch und hole nochmal Stahl. Er hat noch genügend Sprit, sehr gut. Nein, sehr gut. Oha, das war knapp. Hier müssen wir definitiv auch ein Geländer dran bauen. So. So. Gucken wir mal, wo der Stahl ist. Kommen wir hier durch? Gar kein Platz dafür. Okay, dann nur Stahl. Stahlträger. Wo seid ihr? Ach so, da hinten, ja. Perfekt. Zweihundert reichen aber nicht. Wir brauchen schon 600 bestimmt. Müssen wir jetzt kurz warten, bis es wieder vollgelaufen ist. Oha, das Mehrzweckgerüst ist. Ist das vollgelaufen im Weltraumlift schon? Nein, 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 das habe ich doch gerade gesagt, das habe ich abgeklemmt. Ach so, okay. Weil der die ganzen Träger halt wegklaut. Oha, das ja, kommt jetzt aber nur mager an, egal. Dann können wir hier vielleicht noch mal reinschauen. Die schmeißen wir jetzt gleich in den Schredder rein. Die Supercomputer. Chat, ich habe nämlich ganz woanders auf einer Karte schon die Atomkraftwerke gebaut. Und Supercomputer und Funksteuereinheiten und so. Das hat DEFROM gar nicht mitgekriegt. Das kann natürlich sein. Nein. Natürlich nicht. Das war ein Spaß. Wäre ja auch schwierig, da die Technologie noch nicht erforscht hat. Eben, ja. Aber ich habe zum Beispiel bei dem letzten Save, was ich heute Morgen gespielt habe, da hatte ich das Atomkraftwerk schon frei, weil das noch ein Spielstand von 2020 war, wo Update 4 noch gar nicht draußen war. Und da konntest du das ja schon freispielen. Das Atomkraftwerk. Deswegen hatte ich das schon, aber ich hatte es im MAM, dadurch, dass es dann in Tier 8 gerutscht ist. Ja. Also ich hatte es schon, aber ich hatte es noch gar nicht erforscht im Hub. You know what I mean? Ja. Okay. Ich habe doch Alt gedrückt, Mann. Ist diese Tastatur kaputt oder was? Muss halt Alter. Steuerung drücken, wenn er mehrfach Steuerung, was macht. meine ich ja.
Steuerung, meine ich doch. So, dann können wir hier nochmal das Mycelium in die Kiste schmeißen und dann, das brauche ich jetzt nämlich gerade nicht. Hier nochmal ein paar Beeren und so. Die Farbpistole brauche ich auch nicht, gerade nicht. Die Dings können wir nochmal in Charts verwandeln. Brauchst du jetzt irgend... Ach ja, ich bin ja eh beim Kraftwerk. Ist ja egal. Sechs Schrauben. Warum kann man eigentlich maschinell mobile Miner herstellen? Wozu? Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist vielleicht so ein, also kein Easter Egg, aber so ein, so eine, ne? So eine Voraussicht für irgendwas, dass man da irgendwas, aber was soll man? Weiß ich auch nicht. Macht für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Oh, ich habe keine Eisenplatten mehr. Verdammt. Hab keine Eisenplatten mehr. Ah, warte doch mal. Bin doch auf dem Weg. Beruhigen mich bitte. Was? Noch was? Warte mal, ich habe noch. Ich gucke, Sekunde. Dann könnte man nämlich auch gleich mal ein bisschen Treibstoff herstellen. Ne, den Rest habe ich tatsächlich. Ich gucke nochmal, also Eisenplatten auf jeden Fall und Beton? Stangen auch. Stangen auch, okay. Blech habe ich noch genug, ja, sollte gehen. Blech könnte ich dir auch da lassen, brauche ich jetzt nicht mehr. Die Pipes sind alle verbunden. Wo ist denn mein Auto hin? Ah, da. Dann fahren wir mal die herkömmliche Strecke zum Strand, die ist nämlich kürzer. Dann hat der Kollege gleich sein. Mathe, ach, Stangen hast du gesagt, ne? Oh je. Eine schöne Chicago-Wende hier. Ich muss mir das Race nochmal angucken mit den Explorern, ey. Das war ganz cool. Wer gar nichts sagt. Ach, ich hatte ja noch. Ich hab da. Das müssten wir tatsächlich nochmal fahren jetzt mit deinem besseren Rechner. Das ist dann bestimmt nochmal eine interessante Geschichte. Wir können ja auch mal so eine Strecke bauen. Ich habe bei Twiggy gestern oder vorgestern reingeguckt, die haben jetzt auch schon wieder irgendwas vor. So, die wollen irgendwie für diese Fabrik-Karts, ne, also für die ganz kleinen Ja. Dinger, bauen die gerade irgendwie so eine Strecke und ich weiß nicht, was er dann da für ein Event draus macht. Oh, hier liegt noch ein Panzer rum. Den nehme ich natürlich mit. Sonst kommt das Löwenschweinchen wieder und holt sich den zurück. So. Huch. Dass diese Fahrzeuge auch immer noch keinen Schaden kriegen, das verstehe ich nicht. Wenn du drin sitzt. Das Also, stimmt, ja. ne? Es steht Fahrzeuggesundheit da, aber es funktioniert einfach nicht. Na, sie kriegen tatsächlich Schaden, aber ich glaube nicht, nur wenn du nicht drin sitzt oder sowas, wenn die wirklich weit runterfallen. Also wenn du jetzt zum Beispiel über eine Klippe fährst und steigst dann aus Ja, genau. Mit und dem lässt das Ding Jetpack. fallen, dann, ja. Aber auch so geringfügig irgendwie. Gefühlt sind die unzerstörbar. Ja, der Explorer sowieso mit seinem 18 Meter Federweg, der ist ja eh. Ja, stimmt. Gibt's denn die Map eigentlich noch? Eigentlich ja, ne? Event Maps? Ja. Ja, klar, die habe ich alle noch, sicher.
Ja, cool. Natürlich. Natürlich. Na, ich denke, mit einem gut gehostet, also gut gehostet, also mit deinem Rechner jetzt zum Beispiel, ne, macht das unheimlich viel aus. Und wenn ich dann jetzt irgendwann fertig bin, meinen zweiten Rechner zu bauen, Aber Henne hatte das doch, Henne hatte das, glaube ich, gehostet, ne? Das lief doch ja. eigentlich auch sehr gut. Ja, aber ich speziell hatte immer Probleme, dass es halt teilweise wirklich die FPS Downs waren. Lag natürlich auch daran, dass ich halt auch mit gestreamt habe, ne? Und beim Streamen gehen da schon gefühlt 40% meiner CPU-Leistung, also meiner jetzigen CPU, in den Stream rein, ne? Dann bleibt da So, für den reicht Zweck wohl das? nicht mehr so viel über. Also aktuell zum Beispiel habe ich jetzt, was habe ich jetzt CPU-Auslastung mit ohne Stream? Also ich bin jetzt zum Beispiel bei knapp 80, ne? 80. Ja. Ja gut, es ist auch noch ein altes CPU, ne? Warte mal. Ah, wo standen 100. Jetzt gucke ich So. aber auch mal. Das interessiert Jetzt mich jetzt kannst du auch mal. dir überlegen, wie viel da wohl verloren gegangen ist, ne? Also CPU bin ich bei 52. Jetzt fahre ich noch mal ein bisschen. 56, 58. Ups, was ist denn hier los? Ein Stein im Wasser. Arbeitsspeicher 55. Ja, und das verteilt er ja halt auf. Ja gut, er zeigt ja auch ein bisschen. Die Grafik ist ja wahrscheinlich ein Grafik ist auch nochmal eine ganz andere bisschen Nummer, ne? stabiler, sagen wir es mal so. Also nicht unbedingt besser, aber stabiler halt, ne? Dadurch eben die hohe Bist du jetzt gerade Rechenleistung. bei mir irgendwo in der Nähe? Nein. Das bin ich schon wieder abgehauen. Ich wollte jetzt gerade zeigen, wie das mit den Rohren durch die Fundamente geht. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich hole nämlich jetzt nochmal die Motoren, die ich hier abgelegt habe, und die Rahmens. Und dann schließe ich das. Dann müssten die Kraftwerke auch eigentlich vollgelaufen sein. Sehe ich den Chat gar nicht mehr, aber schreibt auch gar nichts. 1000 Monitore hier. Ey, das. Oh Mann. Das können wir eigentlich aus. Wo ist denn hier der Mauszeiger da? So. Also ich hätte die Flüssigkeit nicht hochgepumpt. Kommt hier auch nicht hoch. Er muss ja, wenn du die Raffinerien hochstellst. Ja, der hat doch 10 Meter Headlift. So, ich bin da. Ja, ist schön. Sehe ich zwar nicht, aber. Aber hören, Ach, ne? da. Na, wenn du jetzt unten einen Punkt hast und oben einen Punkt hast. Jetzt nehme ich ein Rohr, so. Aber das halt das oben ran und halt das unten ran. Dann baut er das da durch. Aber von oben nach unten geht nicht, oder was? Und von unten nach oben geht auch, aber jetzt kannst du halt keine Foundation mehr einsetzen. Wenn du das Rohr gebaut hast, dann kannst du die Foundation hinter nicht mehr hinmachen. Aber von oben nach unten geht auch. Ja, von unten nach oben oder von oben nach unten ist egal, aber du, Okay, das gut. Rohr, die Foundation muss halt sein, bevor das Rohr da ist. Ja. Und dann baut er das da durch. Die ist unglücklich platziert, die Foundation, deswegen. Beziehungsweise die Raffinerie. So. Ja, das ist mal ein bisschen schwer abzuschätzen, wie der
ne, wie weit du hinten die Dings setzen musst. Das kann ja manchmal ein bisschen schief werden oder so, das ist halt, ja. So, und jetzt setzen wir uns hier hinten gleich mal einen hin, Ja, wenn wir das habe ich ja machen. mit der Brücke auch so gemacht, ne? Dass ich dann eben die Rohre eben durch die Foundation gezogen habe, damit das so aussieht, als wenn das. Ach so, ne, da weißt du das ja. Weil Ja, natürlich. du hast vorhin gedacht, du hast das noch nicht hingekriegt, wie es geht. Nee, ich habe das nicht hingekriegt mit den Wanddurchführungen, weil die zu dicht, weil das Verteilrohr, was Ach so. vor der Wand läuft, eben zu dicht war. Und da war das Rohr zwischen T-Kreuzung oder beziehungsweise zwischen Kreuzung und der Wanddurchführung eben zu schmal. Ja, da habe ich das verkehrt verstanden. Okay. Nee, kein Problem, alles gut. So, dann So, tanke ich wenn den da nochmal unser nach, Rohr den ist, dann Kameraden drehen hier. wir den mal so. Ja, so irgendwie steht. Ja, das reicht. So, dann kannst du noch mal. Bist du noch da bei mir? Was hast du denn? Bau da mal schnell ein Fundament rein. Komm hier nicht weg. So, dann muss ich erstmal runterspringen, so, sonst geht das nicht. So. Jetzt geht das. So, darf ich jetzt gehen? Ja, jetzt, you are dismissed. Oh, das war knapp. Ist auch so geil, ne? Du kannst mit dem echt so gefühlt 90 Grad hochfahren, die Wände. Aber wenn da ein kleiner Stein im Weg liegt, dann ist vorbei, Ja, ne? Dann bleibt er dann stehen. macht der Also wilde das, Pirouetten. aber die haben ja auch gesagt, die haben die Fahrzeuggeschichten auch ein bisschen überarbeitet in Update 5. Bin ich gespannt. So, Dille. Dann brauchen wir da noch mal einen Container. Oh, ich habe eine Barrelnuss umgefahren. Oh nein. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Was denn? Dass du die mit dem Fahrzeug kaputt fahren kannst. Ja, du kannst ja alles, was du absägen kannst, kannst du mit dem Fahrzeug kaputt fahren, ja. Ja, aber die Barrelnuss sägt sich nicht von alleine erstmal mit weg. Weil die bleibt erstmal stehen. Wenn du also der Umkreisschaden meine ich jetzt, ne? Die sägt sich halt nicht mit ab. Die Ach bleibt so, erstmal stehen, die musst du ja, schon explizit kaputt machen. die sind getrennt, ne? Ja, die Ja, Pflanzen fährst du und mit dem die. Fahrzeug drüber, ist sie sofort im Arsch. Ja, klar. Okay, so, dann machen wir da mal ein paar Wände hin. Und Oh dann Mann, ey. Wände. Wand. Ich finde gut, dass man wenigstens einige Bäume wegfahren kann. Oha, hier sind viele. Ah, oh, okay. Und die Tiere nehmen zum Beispiel auch keinen, also die Viecher nehmen halt auch keinen Schaden, ne? Ja. Die liegen Früher zwar war das, irgendwie glaube komisch ich, so rum. zu Update 2 oder so, ne? Also Weil ich das vor jetzt nicht Update mehr genau 3, im glaube Kopf ich. habe. So, jetzt machen wir das wieder hoch. Ja. In. Aber da waren auch gute Rahmen schon reingelaufen in den Weltraumlift, ne? Da sind schon ein paar drin, ja. Dass man die auch nicht rausnehmen kann, ey. Ob das reicht, Chat, ich weiß ja nicht. Ich wusste doch, ich hatte was vergessen. So.
So, dann geht's los. Kein Strom, hä? Moment. Warum ist da kein Strom? Doch angeklemmt. Ach so. Und da ist kein Strom. Jetzt ist der Strom. Jetzt geht das los. Stoff, jawohl. Und nochmal Kunststoff. Nein, Jummi. Mein Gummi. Der macht Treibstoff. Komme ich denn da jetzt hoch? Ach ja, das ist eine Leiter. Hä, warum ist das jetzt so schief? Oh, da haut er mich doch wieder für. Quatsch. Bau doch ruhig. Natürlich, hast mich Bau letztes das Mal eh dann wieder aufgebaut. um. Das wird eh nochmal umgebaut, natürlich. Ja, natürlich. Das ist Wird jetzt alles nur nochmal umgebaut. eine Übergangslösung. Okay, dass wir kurz ein bisschen Treibstoff schon mal produzieren. Wieder schief, egal. So, dann können wir jetzt ja die Kraftwerke anschließen, diesen Sommer. Ja, das sollte auch passieren, bevor ich die Sicherung rausfetze hier. Die sind alle vollgelaufen mit Wasser und mit Kohle und das lübt. So. Oh Mann, diese Scheißdinger, ey, ehrlich. Ich reiße sie mir gleich von den Füßen runter. Drecksdinger. Ach Mensch, ich könnte mal schnell die Mem hinstellen, ne? Ich habe noch zwei Festplatten. Oh, wir haben wieder ein Rezept. Ja, da ist. Kannst du da mal eine bauen, wenn du Zeit hast? Was denn? Eine Mem. Ja. Ich würde jetzt den isolierten Quarzoszillator. Oh, nehmen wir den. So. Gummibeton ist er. Ja, Weißt du? Gummibeton ist blöd, der nasse Beton ist okay, aber. So, dann hau ich die nächste Platte gleich rein. Zack. Ich habe neulich die L-Bombe gedroppt und jetzt ist Rena sauer auf mich. Ah, voll Scheiße, echt. Jetzt hat's keinen Bock mehr zu gucken. Ja, war ganz komisch. Wir haben Sex Education geguckt auf Netflix. Und da hat halt auch einer gesagt, so ja, ich liebe dich, bla, ne? Und dann habe ich das aus dem Affekt heraus eben auch so gesagt. Eieieiei, schwerer Fehler. Ja,
Ja, Ganz genau. schwer, Digga. Vor allen Dingen, weil wir das eigentlich verabredet hatten, dass es eben nicht, oder wenn es eben passiert, dass wir dann halt auch, ne? Ja, und das hat sie dann ein bisschen getriggert halt und deswegen, ja, ist sie jetzt ein bisschen muffelig. Mupfelig. So, wir haben jetzt 1,5 Gigawatt. Das klingt gut. Zu 900. Produktionen laufen jetzt hinten langsam alle los. Können wir gleich die nächsten Kraftwerke bauen, ey. Ja, wir werden dann mit der nächsten Stufe dann auch zwei Brennstoffgeneratoren ranhängen können, um den Rest Treibstoff zu verfeuern, weißt du? Also wir werden es einmal abpacken, auf jeden Fall, für unsere Jetpacks. Aber für was anderes braucht man das Zeug eigentlich nicht. Und der Rest kann halt durch die Generatoren verballert werden. So, dass wir keinen schweren Rückstand haben. Jetzt müssen wir halt zwischendurch immer mal die Tanks mal löschen, ne? So, das ist schön. Das haben wir einmal übertaktet. Das passt. Jawohl. Sollten da nicht alle versorgt werden können? Sich noch nicht so richtig. Warum? Kann auch leer sein, ne? Er ist voll. Er ist voll. Er ist auch voll. Ah, jetzt fällt er sich auf, jawohl. Okay. Ja, dann warte ich hier noch kurz, bis wir die 200 zusammen haben und dann mal zurückgeflittert, ne? Oh, 200 Grundstoff haben wir schon. Das auch mit. Also hast du 2 und 2 jetzt gemacht. Ich habe dreimal Kunststoff, zweimal Gummi gemacht jetzt aktuell. Ah ja, okay. So, was kann ich wegwerfen? Das brauchen wir noch. Ich hoffe, da produziert auch schon fleißig Treibstoff da hinten. Jo, geht auch sein Weg. 60 entsorgen, die produzieren 20 bis 40. 40, 70, ja, okay. Haben wir 10 Kubik zu viel. Gut, also Produktion wird zwischendurch mal stehen bleiben, weil der schwere Rückstand verläuft, aber das bauen wir dann hinten noch um, da machen wir dann noch Petrolkoks draußen und dann Scheiß und dann. Okay. Oh, 200 Yummy. Okay. Dann komme ich mal zurück zum nächsten. Freischalten. Oh Mann, ey. Super Mario hier. So, ich habe noch mal drei Akkus gebaut. Auch das ist gut. Mehr Matt hatte ich nicht. Matz hatte ich nicht. Ja, das ist ja super.
fliegen. Auslösen, nicht auslösen. So. Komm raus, wo immer du steckst. Ach, da oben. So, dann müssen wir ja bald auch mal MK4 freischalten, ne? Alles wieder voller Schweine hier überall. Ich habe keinen Platz mehr. Ist denn mein Auto jetzt hin? Bin doch gerade mit dem Auto hier. Ach so, da oben steht er. So, die Bänder von den Minern bis zu den Kraftwerken sind alle MK3 jetzt. Ja, wunderbar. Schön. Dann haben wir ja erstmal ausreichend Strom da. Aber jetzt die 600, Brennstoffdinger. 600 plus haben wir jetzt. Ja. Und die Reserve noch in den Akkus. Alles gut. Heute ist erstmal wieder Forschung dran. Ich werde jetzt erstmal, haben wir ein Turbodrahtwerk schon? Nein, ne? Nein. Gut, das werde ich jetzt erstmal machen. Damit wir dann auch KI-Begrenzer und sowas bauen können. Ja, auf jeden Fall, das ist gut. Oha! Timo, danke für dein Follow. Zoot live. Fertig mit Stream? Warte mal kurz. Schon mal die Cam wieder an, dann kannst du mich auch mal sehen. Wo ist der Mauszeiger da? Huhu. Essen ist Genau, und bestellt, Licht. ja wunderbar. Essen und in der Wanne hast du gesagt, ne? Wo jetzt der? Vorhin. Schöner als ich, ja genau. Ich bin ein bisschen älter als So. du, also ob das so viel schöner ist, weiß ich nicht. Ja, ne? Schickes Shirt, sagt er. Ja, weißt du was, wollen wir als nächstes die Jetpacks machen oder was? Ja, auf Das jeden Fall, ne? wäre doch cool, oder? Ja. Gut, dann muss ich unten nochmal einen. Ach, guck mal, ihr kennt euch sogar auch. Das ist ja cool. Nee, einen Fabrikator setzen. Guck doch. MAM-Forschung auch noch abgeschlossen. Oha, hier geht's ja richtig. Ach so. Können wir noch gar nicht. Highspeed-Anschlüsse oder was? Moment, nee, MEM-Forschung ist Festplatte. Ach so, okay. Ach nee, du bist ja So, da, du bist ja da. So, jetzt bin Elektrodenplatine, ist nicht so toll. Beschichtete Eisenplatte ist sehr cool, ich. Ich ein komme, ich cooles komme, Ding. ich komme. Ja. Platine, oder nicht? Ich würde dir aus Caterium machen, aber ist egal. Ja. Aber da brauchst du nur Caterium und Plastik zu und dann geht das los. Plastik. Game Sound ist doch an. Ach nee, ist aus. Ey, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt erst ein neues System.
Ich muss und habe jetzt Streamlabs neu installiert, habe das aber nicht von OBS mit rüber kopiert, deswegen haben wir keinen Game Sound. Ja, es tut mir leid. Wir setzen uns nach dem Stream nochmal dran. Machen nachher nochmal zwei, drei ganz kurze Teststreams. Ich hatte vorhin auch Musik an, also ich höre zwar den Teamspeak, aber eben, ja. Ach, du kennst dich damit aus? Ja, das stimmt ja auch, oder? Timo? Ja, er streamt auch, aber ich glaube nicht, dass er das selber eingerichtet hat. Ach so. Ah, wir kriegen das schon hin, dass ich das Ding. Also, Nee, werde halt nachher nochmal Streamlabs OBS. zwei, drei Tester anwerfen und dann kriegen wir das in den Griff. Ich muss schnell auf Toilette, ey, der Energy Mach drückt das so. mal. Was wollte ich jetzt? Ich wollte. Ach so, das können wir noch gar nicht machen, genau. Wir müssen nämlich erstmal Red ruhig weiter. Ich die störe Flüssigkeiten dich. anders verpacken. Weil sonst können wir nämlich den Treibstoff gar nicht herstellen für unsere Jetpacks. Ah, und da kommen wir der Sache schon näher. Okay. Nehmen wir erstmal den. Brauchst du denn da noch irgendwas anderes für? Was wir jetzt noch nicht in der Produktion haben? Mach du erstmal das Wichtige. War, na dann, dein Gang. Ja, ist ja nur Flüssigkeit. Okay, ja. Bis später. Ciao, ciao. So, da bin ich wieder. Okay, so. Ne, wir müssen tatsächlich erstmal den alternativen Flüssigkeitstransport machen. Weil wir sonst den Treibstoff ja gar nicht verpacken können. Ja, mach's gut, Timo. So, ja, du hast da wahrscheinlich schon irgendwas gewählt. Ne, ich habe noch nichts gewählt in der MM. Ach so. Geschichtete Eisenplatte ist natürlich auch nicht so verkehrt, ne? Ist auch sehr cool tatsächlich für später, ja. Komm, nennen wir das. Ach so, warte mal, ich stelle mir noch mal eine Mem hin, Moment. Ja, habe ich jetzt schon Ja, ausgewählt, alles gut. nee, alles gut, aber ich habe noch eine Platte, Mann. Hier sind auch schon wieder zwei Marken drin, krass. Haben wir sechs, mal gucken. Ich Oh, wollte eigentlich Platte bis liegt. neun sparen, oder? Platte liegt drin. Er ist schon Okay, weg so. wahrscheinlich, ne? Ja. 25 schwere Rahmen will er haben. Na denn. Die will ich definitiv, die hole ich mir jetzt auch. Das wird dann mal ein bisschen. Ja, ey, hallo? Ich doch eingegeben. Nicht genügend Coupons? Ich habe doch sechs eingesteckt. Hä? Mich verarschen? Achso, noch in der Kiste. Bioschmied, was ist los hier? So, jetzt. Fabrikgelände haben wir doch aber schon. Ach nee, das war im anderen Safe. Ja, okay. Scheiben will ich doch. Scheiben. Kommt, nee, ist egal. Kriegen wir nachher sowieso. Definitely. So, das. Ist ja komisch, dass nicht mehr der Game Sound über Dings geht. Sag mal, was dir fromm. Ja, was? Das ist so merkwürdig. Es ist echt so merkwürdig.
So, jetzt vielleicht. Jetzt müsste es eigentlich, oder? Nee. Ja, genau, ja. Brauche ich Schrauben, die kann man da hinten. Warum steuert er das nicht über beide? Ich verstehe es sowas von gar nicht, echt. Ja, gucken wir daher an. Egal, so, so, Magen wieder alle. Perfekt. So, ich werde jetzt nochmal zum Strand laufen. Fahr doch mit dem Auto. Oh, ich laufe gerne. Okay. Wäre cool, wenn du die 3000 Kupfer Draht in den Machen wir, Ding packen könntest. ja, machen wir. Aktuell Im Rahmen sieht könnte ich super aus. auch 19 Stück rein tun. Die habe ich schon am Mann hier. Ah, okay. Die habe ich gerade zusammengenagelt. Boah, ich hole jetzt noch die Motoren und das Plastik und dann. Machen damit, ja. Oh. Gerade den Schredder hauen, lol. Nein, nicht in Schredder. Ach so. Müssen ja noch ein paar Minütchen warten, siehst du. So, warte mal, ich wollte hier noch gucken. Ich brauche einen Konstruktor und einen Fabrikator. Kabel und zwei, drei schwere Brauche ich noch vier Rotoren natürlich. verstärkte Dings. Das ist aber, das läuft aber stabil, ey. Krass. Was läuft stabil? Die Stromproduktion.
Ja. So soll das sein, ne? Aber hier läuft irgendwas nicht. Moment. So, ganz so wenig Schrauben. Kunststoff und Motoren und Rahmen bringst du ja mit. Caterium, genau. Beton. Lasse ich nämlich da hinten auch dann gleich abgepackten Treibstoff produzieren. Oha, Beton ist ganz schön in die Knie gegangen hier. Ja? So, dann gehen wir da rein. Also warte mal, müssen wir gleich ein Dings. Ne, das steht ja schon. Steht da schon meiner drauf oder noch nicht? Wo drauf? Auf dem Node von dem Caterium. Wand? Ah ne, oben auf, beim Wasserfall? Nein. Okay, Da gut. sind irgendwie nur drei oder vier Handmeine drauf. Die Foundations sind auch nicht im Grid, ne? Also. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Habe ich mir schon fast gedacht. Das war nur erstmal zum Rüberkommen. Meinchen, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Oh, da ist ja noch eine Schnecke. Ja, rüber. Oh, Schweine. So, jetzt können wir ja Nein, 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 andere nein, 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 nein. Stations bauen. Oh, das wird schon wieder alles knapp hier. Ja. Habe hier mit Sprengstoff zerlegt. Aus Versehen. Cool. Okay. Da ist noch einer. Oha, zwei Rezepte für schwere Rahmen und einmal Stangen aus Stahl. Stahlstab quasi. So. 48 pro Minute, heftig. Na Stahlstab. gut, brauchst natürlich auch das Input für, ne? Ja. Das ist immer so das Ding. Das ist mit Gummi und das ist mit. Ja, letztendlich kriegen wir ja eh alles, also von daher. Ja, das stimmt. Huch, das wäre fast in die Hose gegangen. War aber was Enge hier gerade bei mir, du. Liegt denn hier oben nicht auch noch ein Wrack? Hier an der, also kurz vorm Wasserfall, da ist doch so ein Berg. Oder hast du das schon Das oben geholt? auf dem Berg, das habe ich gelootet. Ah, okay, gut. Und das hinter dem Kriterium auch. Okay. Das muss ich sagen. Ja, das ist ja keine Brücke. Blätter, Bäume. So, kann man das? Nee, das ist ein anderes, ne? Fundamente, dieses und dann nehmen wir dieses.
bin ja auch ein Trottel. Naja, aufbauen kann ich ja trotzdem schon. Aber fast. Also viel ist da nicht. So grid-technisch. Ach so, naja. Den DVB findet auch mal ein Grid, ne? Schaudele. Dann nehmen wir das Schmerz Auch weg, noch das eine nehmen wir noch. Gut. Foundation, die da nicht hin sollte. Ich hatte aber gleich Gummi. So, dann versagt. nicht genügend Freiraum. Yay. Na dann später. So, wie machen wir das am besten? Bauen wir das über den Wasserfall oder bauen wir es? Ja, natürlich, klar. Wie denn sonst? So. Wie kommt denn da jetzt raus bei einem... Oh, 240 Teile. Oha. Dann können wir natürlich hier gut... Sechs Stück können wir da raushauen, ne? Ne, warte mal, 3, 240, 8. Wenn denn schmelzen jetzt technisch, ne? Ja, da geht einiges. Aus der reinen Quelle ganz lässig 6 Wälzen zu befeuern. Da Ne, geht wirklich einiges. 240 durch 3 sind 8. Dann sogar 8. Ja, guck mal. Also. Mit 8 Schmelzen kannst du 16 Durch Konstruktoren 30 oder sind sowas befeuern. 8. Da kannst du, glaube ich, 16 Konstruktoren damit befeuern. Da kriegst du so viel Turbodraht raus, dass du die Erde einwickeln kannst. Okay.
und nicht runterfallen, ganz wichtig. Nee, das ist nicht gut. Nicht so gut. Hast du eigentlich den NS22 vorbestellt? Ja, natürlich. Okay, kann ich nicht. Du noch nicht? Nee. So, Dille, Aber dann. bisher nur einmal. Aber es wird wahrscheinlich noch ein zweites Mal werden. Wenn er gut ist. Also wenn nicht, dann werde ich auf dem 19er Also gut ist der mit bleiben. Sicherheit. Also alles, was ich bislang gesehen habe an Videos und dem ganzen Kram, ist echt wirklich gut. Ich glaube, ich baue das hier hin. Auch spannend. Machen erstmal ein Stück weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das reicht. Genau, so. Neun, acht, ja, machen wir so, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, Ich bin mal sechs, gespannt, wie sieben, schnell deine Ideen rauskommen oder ob die gleich mitkommen oder was. Aber auch mal NS19 hat es ja auch ein halbes Jahr gedauert, bis die Ideen es gemacht haben. Und irgendwo im Singleplayer, naja, da hast du jetzt noch Trauben dazu oder so, aber es ist jetzt auch nicht so das Ding, wo du sagst, ah, muss ich jetzt unbedingt Single machen, ne? Also ja, was mich jetzt, ach, keine Ahnung, mich reizt einfach nur, weiß ich nicht, die Grafik halt, ne? Grafik auf jeden Fall, klar. Ja, die Produktion jetzt, gut, man hat es ja vorher schon selber gehabt mit den, sag schon, über die Mods halt, ne? Aber integriert ist halt immer noch mal eine Spur anders, ne? Nein. Oh. Ich auch, nein. Oh, nee, ne.
gehabt. Ich habe mir vorne auch eine Brücke gebaut gehabt. So. Mann, diese Stelzen, ey. Moin, Retro Paradise. Oh, Daniel, hi. Na, wie war der C64 Stream? Oder Das klingt streamst du cool. noch? Ja. Klingt cool. C64 Stream. So ein bisschen Paperboy und wie hieß denn das mit dem, der Typ auf dem Einrad da, wie hieß denn das Ding? Wird er dir gleich sagen können, wahrscheinlich. Das habe ich gesuchtet damals, ey. Band drin, ja. Ja klar, logisch. Auf dem Einrad? Ja, so ein Höhlenmensch auf dem Einrad. Ach so, okay. Irgendwie Cave, irgendwas muss das sagen. Caveman oder so. Ja. Deswegen kam da was raus. Was hast du denn gespielt? Freut mich für dich auf jeden Fall. Zack McCracken, Monkey Island und alles durchgespielt oder was? Zack McCracken habe ich früher gesuchtet wie verrückt. Und Manic Manson. So, dann können wir hier nämlich da auch nochmal reinfüllen. Perfekt. Dann lohnt sich das auch wegzuschmeißen, das Restkriterium. So, jetzt Strom noch. Ne, warte erstmal. Konstruktoren kann ich auch noch bauen, geil. Diana's ist das, ja, das habe ich auch gespielt. Blues Brothers, ja, auch, genau. Stimmt. Diana Sisters habe ich auch mit angefangen. Pitstop hatte ich, aber habe ich nicht alle Teile gehabt, ne? Das Ach, hatte ich das haben wir immer, damals da auf habe dem ich mir. Schulhof noch gedealt, die Dinger, oder? Kannst du dich noch erinnern? Die C64-Spiele und die Kassetten auf dem Schulhof? Gab's so Module, ne? Nee, Glaube ich. Kassetten. Es waren Kassetten. 64. Ach nee, das war beim Amiga dann, glaube ich, später. Da gab's so auch so Module, so ähnlich wie bei Betty, Pitstop, Ace, Battleship, Diana Sisters, Fred's Back, Blues Brothers und Manic Manson. Ah, Manic Manson, so geil, ey. Ja, cool. Auf jeden Fall mal geiler Content. Also ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ja, die Auf 5,5 Zoll gab es auch. Das war dann schon die, wenn was war's, wie hieß das? Die 1541? Die 1541 war, glaube ich, die Floppy von der C64, ne? fünf ein Aber Viertel Zoll, ja. der ursprüngliche C64 hat ja die Datasette. Oder was heißt der ursprüngliche? Der hat die Datasette, das war die Grundausstattung. Und die 1541, die kam dann später dazu. Hast du noch mit Turbo 1541. Load gearbeitet, dass der schneller von der Kassette lädt und so ein Scheiß? Ich hatte einen 128er, keine Ahnung, ich weiß nicht. Den hatte ich auch tatsächlich, ja. Und da hatte ich auch ein 5,25 Zoll Laufwerk zu, ja. Und dann später den Amiga mit dem integrierten Laufwerk. Aber dann die 3,5 Zoll oder was das ist, ne? Der Also Amiga hatte dann. 3,5 Zoll, genau. Ja. Den 128 hatte ich auch. Da lief dann Geos drauf. Das
so eines der ersten grafischen Operating Systems überhaupt. Operating System ist das falsche Wort, ne? Eigentlich eine Office Suite, wenn du so willst. Nee, das war eine Operation. Doch, das war ein OS. Tatsächlich. Da haben sie bei IBM noch auf der Kommandozeile rumgedoktert. Und Windows war so ganz, ganz klein in den Kinderschuhen. Ich habe das nur zum Zocken genutzt. Das Geos habe ich dann tatsächlich schon, da habe ich dann auch schon mit Textverarbeitung und so einen Scheiß alles mitgemacht, ja. Da warst du ja weit vorne, wenn du in der Schule mit dem Drucker was ausgedrückt hast. Mit Und das noch vernünftig formatiert. Nadeldrucker noch. Ja, natürlich mit dem Nadeldrucker. So, dann brauchen wir einen Container. So, die haben alle Strom, dann geht das Stromnetz gleich noch mal ein bisschen runter. Nicht, warum ich das wieder abgebaut habe. Ich muss auch noch zurücklaufen. Na genau, stimmt. Das gab es, glaube ich, dann auch später für einen PC, ne, als Revival oder irgendwie so, oder? Mit besserer Grafik. So, jetzt müssen wir Strom erstmal dahin ziehen. Ja, wir haben tatsächlich gerade keinen Ingame-Sound, deswegen, ich habe das jetzt so eingestellt, dass wir nur TS-Sound hören. Das müssen wir nach dem Stream nochmal klären, weil ich eben ein neues System habe und alles neu installieren musste, weil ich eine neue Windows-Version habe und den alten Rechner eben noch benutzen möchte. So, ne, deswegen. Ja, aber das kommt. Okay, warum geht der, wird der Akku jetzt neu geladen? Hast du jetzt noch mehr dazu gebaut? Nee, du hast doch gebaut. Aber jetzt, also seitdem ich eben angeknippert habe, ist der Akku jetzt, die Akkuleistung um 17% gefallen. Und geht hoch halt. Ach nee, Ja, Max kann's. der zählt das dann wieder hoch, Ach ja. so, Max kann's zählt da. Ja, okay, gut. So, Weil der wie braucht ja sieht's? eine Stunde zum Laden, ne? Das ist ja. Ja, genau. So,
Turbodraht läuft, aber ich habe ja eben keine Bänder mehr. Jetzt. Ach, schon wieder aufs Klo, es gibt's gar nicht. Komm, wo man Blase as fuck hier, aber richtig. So, ich glaube, ich mache das so. Stangen fehlen mir, ne? Ja. So, dann ziehe ich da noch mal ein Band drüber. Ich glaube, ich ziehe das in das Metallwerk rein und dann über die Brücke dann zu uns. Oder? Mach das, wie du das möchtest. Das ist mir alles. Dann machen wir nämlich hier oben noch mal ein Tunnel. Wie spät ist denn das überhaupt? Oha. Okay. Albert. So auch, aber ja, so hätte ich es gerne. Ich bin mal kurz auf dem Klöchel. Jawohl, das läuft jetzt wunderbar. So, mach mir gerade noch mal was zu essen. Kann jetzt nicht mehr warten, ich verhungere. Um Gottes Willen. Das wollen wir nicht. So, habe ich Dann jetzt noch das mal. alles? Brötchen. Kunststoff haben wir. Natriumi haben wir auch. Motoren am Start, jawohl, okay. Dann warte ich kurz auf den Treibstoff und dann geht das gleich los.
bist hinten am Strand, naja. So, ich habe ja nächste Woche Spätschicht. Wie wollen wir das streamen? Also ich werde sicherlich streamen, aber vielleicht nicht unbedingt Satisfactory, sondern eben mit meinem Kumpel Monty halt Warzone oder sowas. Ja, vormittags ist natürlich schlecht, ne? Würde gehen, aber weiß nicht, ob das Sinn macht. Glaube ich, sinnbefreit und Spätschicht ab 22 Uhr ist halt auch wieder relativ sinnbefreit, ne? Weiß ich nicht, aber. Ja. Ja, dann machen wir halt dann nächste Woche Sonntag oder sowas weiter, ne? So, ich warte gleich noch ein bisschen hier, dann ich uns dann direkt auch Zeug mit für den Jetpack, ne? Also, dass wir dann auch jetzt Jetpack gleich Kraftstoff haben. Ja, läuft ganz gut. Neckbrain. Ja, läuft. Auf jeden Fall, ja. Gleich gibt's Jetpacks. Jetpack. Weiß nicht, kennst du das Spiel? Satisfactory? Brian? So, dann haben wir das entfernt. Ja, okay, gut. Wie viel Sprit hast du da gemacht? Bitte, was habe ich gemacht? Wie viel Sprit hast du da gemacht? Ich habe eine Produktion mit Treibstoff mit abgefüllten. Ja. Wie viel kommt da so raus? Also, wie viel bringst du dann mit, sagen wir es mal so? Ich werde jetzt gleich gucken, dass ich irgendwie so 400 oder was mitbringe. Ja, okay, gut. Dass wir dann gleich was haben für die Jetpacks. Ich werde vermutlich noch ein bisschen Plastik mitbringen müssen, weil wir bestimmt Computer brauchen für die Jetpacks zum Herstellen, ne? Warum läuft denn hier nichts? Ups. Ist Was ich vielleicht angeschlossen. werfen kann. Ach so, nicht, kein Betonk. Rezept ein. Ja, ich verstehe es so nicht. Es liegt Caterium an und er kann nicht selbst entscheiden, dass er Caterium Barren draus macht. Oh Mann, ey, es ist so dumm einfach. Nee, ich will aus Caterium-Erz will ich Kupferbarren machen, natürlich, ist klar. Dachte ich mir. Das ist so, ja. Deswegen hat mich auch eben schon gewundert, warum der Strom so überhaupt nicht in die Knie gegangen ist. Oder ne, sich nicht mal ein bisschen verändert hat. Ja, Brian, das ist unbedingt Anfang des Spiels. Das ist sehr cool. Das macht echt viel Spaß. Das sieht jetzt alles ein bisschen wirr und kräuselig aus. Hat aber eigentlich den Hintergrund, dass wir im Augenblick nur die Grundlagen legen. Dass wir alles freigeforscht und gebaut haben, damit wir dann mit 5.0 richtig sauber und schön bauen können, weil da ganz viele neue Bauoptionen kommen. Und die werden. Und dann reißen Es wir die kommt gleich Weltherrschaft an uns. Also, legendär. ne, das sowieso. Fusio. Schade, dass sie die Story abgeworfen haben. Ah, vielleicht kommt ja auch noch mal was. Also, die haben ja bislang mit jedem großen Update haben die ja einen brutalen Schub an neuen Kunden gewonnen. Ja. Das ist ja mittlerweile echt Wahnsinn, ne?
Die haben wir im Vorverkauf damals oder als die Alpha raus, Beta, wie auch immer, rauskam, war es ja 500.000 verkaufte Exemplare ganz grob. 500.000. 500.000, ja. Und mit jedem Update, dann kamen hier nochmal wieder 2.000 dazu und dann nochmal wieder 300.000 und sowas. Und dann ist ja auch ein gewisser Cashflow da, wo du sagen kannst, auch als Entwickler, ja komm, das lohnt sich da hinterher zu arbeiten, ne? Ja. Weil die meisten Spielhersteller sagen dann, ja, du, Spiel ist raus, ne? Mach mal los. Alles klar, ist fertig, ne? Ja. So, dann müssen wir das Da kenne hier ich eigentlich tatsächlich nur Minecraft, die jahrelang entwickeln und wo du nie was für bezahlen musst, die ganzen Updates. Das ist das einzige Spiel, was mir da in den Sinn kommt, wo das wirklich so ist. Also Minecraft habe ich weiß gar nicht, vor 10 Jahren oder sowas, oder kurz nachdem es rauskam, gekauft. Hat 20 € gekostet. Und hat nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt aktuell an Minecraft auf dem Markt ist, ne? Das sind also Welten zwischen, was mittlerweile bei Minecraft los ist. Vanilla. Okay. Und jedes andere Spiel, egal ob du jetzt, keine Ahnung, den Euro Truck Simulator oder egal was das ist, jeder lässt sich irgendwo die DLCs bezahlen. Außer natürlich jetzt Online-Games. Aber da ist das natürlich wieder was anderes, ne? Ja, da kommt das Geld halt über die Ingame-Käufer halt rein, ne? So, das habe ich vielleicht ein bisschen blöd gemacht tatsächlich mit meinem Absplitten von dem Kunststoff, aber ich lasse das so. Wird hier nachher mehr. Ja, aber ich glaube, er ist mehr so der Simulator-Fan. Also jetzt so Flugsimulator. Zumindest spielt er das jetzt ja gerade. Hat er ja vorhin gesagt. Und weiß ich. Oh. Jeder wie er mag halt, ne? Ja, ich spiele auch gerne Simulatoren, ich meine, aber Satisfactory gehört für mich schon was dazu, ne? Im Endeffekt ist es ja auch eine Simulation irgendwie, ne? Ja. Ja, du fährst jetzt nicht deine Felder ernten oder fliegst mit Flugzeug und machst dann Flugpläne oder sowas, aber du musst halt auch alles im Voraus planen und wie machst du das? Was kommt da raus? Was kann das? Ja, Wie klar. werde ich das Ding, den Kram los und sowas? Also, ja. Also es ist schon nett. Es ist ein nettes, sehr, sehr geiles Spiel. Bereue ich Selbstgemachte auch. Pizza. Vom Freitag. Zwei Bleche. Wenn schon, denn schon, ne? Genau. Half. So. Was mit? Danke, danke. Wenn man Monk hat, ist es das perfekte Spiel dafür. Ja, doch, auch ohne Monk ist es ein direktes Spiel. Ich bin einfach auf 5-0. Ich bin da so hibberig drauf, wenn du das richtig schön bauen kannst. Ey. Ja, wenn du richtig schön. Ach so, kannst du ja jetzt schon richtig schön bauen. Nee, kannst du eben nicht. Du hast das Problem mit den Förderliften. Du kannst halt nicht Das ist doch irgendeine kein Problem. Fabriketage bauen. Du musst immer irgendwie Löcher in den Boden machen, wo die Förderlifte durchlaufen. Das ist super hässlich und super. Ja, ne? Das ist, Das weiß ich jetzt nervt nicht. mich seit Beginn des Spiels. Ich habe da kein Problem mit, wenn der Förderlift außen an der Fabrik, also an der Fabrikhalle langläuft, da habe ich kein Problem mit. Und Ja, zur außen an Not. der Fabrikhalle, aber so eine Halle wirklich, wo du Fabrikator
Produktionen drin stehen hast, die dann, wo wirklich nur die Produktionen drin stehen, die werden von unten gespeist und du hast eine saubere, cleane Halle. Weißt du, was ich meine? Nö. Dass nicht überall Fördermänner kreuz und quer durch die Gegend laufen, nochmal einen Arm hoch und wieder runter und hier ist Kollision und da musst du nochmal da um die Ecke und sowas. Das ist das, was mich von Anfang an genervt hat. Das war auch das eine der ersten Mods, die ich überhaupt draufgenommen habe, die Förderbänder durch die Fundamente zu setzen. Damit du wirklich eine cleane Fabrikhalle hast. Naja, aber wenn du wenn du das so machen willst, dann baust du einfach vor, also baust du das Förderband außen lang und dann baust du einfach noch eine Wand davor. Ja, aber da kann ich ja nicht mehrere Stufen hintereinander setzen. Ja, dann, ja, vielleicht, nee, nee, wirklich nicht, nee. Missverstehen wir uns vielleicht ein bisschen. So, okay. Oh Mann, jetzt mache ich das hier dauernd falsch, ey. Ja, ich höre Nein, meinen Tier. natürlich kannst du nicht direkt bauen, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Fabrikatoren unter, also in der untersten Ebene und der obersten Ebene hast und die dann eben drehst, sodass du dann direkt verbinden kannst. Das kannst du natürlich nicht machen. So wie wir es jetzt gerade mit den Rohren gemacht haben zum Beispiel. So, da Genau, guckt ja. ein kurzes Stück Rohr aus dem Boden raus, bums, fertig. Und genauso müsste das mit den Lüften halt auch sein. Und so wird es ja auch kommen. Und dann sieht das sauber und clean aus. Da hast du nicht irgendwie so ein Geraffel davor oder ein Löcher im Boden drin, Ja gut, aber wo du dann... das sieht ja dann hinterher keiner mehr, ne? Da guckt ja keiner mehr in die Halle rein. Weiß ich nicht. Naja. Ja, ist so meine Meinung dazu halt, ne? Gibt da halt verschiedene Leute, verschiedene Typen von Baumenschen, sag ich mal so. Ja, klar. Der eine ist so, der will, ich brauche 15.000 Supercomputer in der Minute und klotzt die Wahnsinnsfabriken hin, scheißegal wie es aussieht. Der nächste will alles auf dem Grid haben, dass das überall alles sauber ausgerichtet ist. Ja, das muss schon sein, Na, ja, genau, ne? definitiv. Und dann gibt es mich, der sagt, komm, ich habe lieber, meine Fabrik muss nicht so stark sein, aber dafür soll sie clean und sauber aussehen. Ne? Jeder hat ja seinen anderen, seine eigenen Ein anderen Ansprüche Monk. daran. Habe halt ungern so einen Förderbandsalat irgendwo in der Gegend rumfliegen. Ja, das ist mein erster Spielstand, den habe ich dir ja mal gezeigt, da bist du ja auch zusammengeklappt. Ja, wie du die Schienen gelegt hast, ja, da bin ich zusammengeklappt. Ja, aber ach, die Schienen ist ja noch schlimmer. Habe ich dir meinen ersten Spielstand nicht gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Ja, naja, okay. Ja, da liegt alles kreuz quer übereinander, dann da was abgerissen, da was dazwischen gebaut, nochmal hoch und nochmal runter und naja. Da wäre ich, glaube ich, ohnmächtig geworden, ja. Da wärst du vermutlich, brauchst du dann Sauerstoffzelt. Das machen wir dann nochmal extra. Machen wir nochmal ein Special Stream. Der ist auch schon so alt, dass es da auch, da gab es doch gar kein Wasser und solche Geschichten. Da funktioniert Ach ja die so. meisten Produktionen gar nicht mehr. Da konntest du noch Biosprit durch die Brennstoffgeneratoren hauen, also Kram halt. Ne. Habe ich auch seitdem nicht wieder angefasst. Ist auch schön, das mal zu haben, den ersten halt noch. Aber wenn du den Dann siehst, müsstest da du ja kriegst rein theoretisch dann downgraden, damit das, ne, dann, weil es funktioniert ja einfach irgendwie alles dann nicht mehr auch, ne? Da funktioniert gar nichts mehr, ne. Ja. Da sind auch Atomkraftwerke, da sind die Bänder liegen irgendwo mitten in der Wand oder so, weil die Atomkraftwerke sich geändert haben. Also, aber es ist halt einfach wirr, kreuz und quer und wenn du das siehst, da kriegst du dann Monk Schnappatmung. Ja. Nein, ich kann das ja nachvollziehen, wenn jemand keinen Bock hat auf ordentlich legen, die Bänder jetzt oder so, ne? Weil er eben schnell ans Ziel kommen will. Aber meins ist es eben nicht, ne? Ich nehme mir da lieber ein bisschen Zeit bei. Wie gesagt, das war auch mein erster Spielstand halt, ne? Oliven und Feta. Also, oh, was kann ich jetzt noch wegwerfen? Ah, Beton, Beton kann man immer gut wegwerfen. Das produzieren wir genug.
Kauen hört man, ne? Okay. Nö. Hört man nicht. Ich habe aber Ausschläge am Mikro, also. Achso, der hört man zwar dem Stream, aber im TS nicht. Ja, fehlt ein Noise-Filter, ne? Das Noise-Gate, Entschuldigung. Mikro steht schon da oben. Brauchen nur ein Mischpult. Werde ich mir aber zum Geburtstag wünschen. Jo. Gute Idee. Und ein Also Chat rein Streamdeck die noch. Bits. Ach nee, geht ja gar nicht. Geht nicht. Bei mir geht das nicht. Irgendwas geht auch nicht, ne? Gar Ja, dann nichts hebt geht euch hier. das auf und dann fürs nächste Geburtstag dann kann er sich dann die 3090 holen. Ich habe gesehen, es gibt, die haben jetzt wohl eine 4000er-Serie aufgelegt, ne? Es gibt so ein lustiges Video dazu, aber ich wüsste nicht, dass da schon irgendwas offiziell ist. Ja, okay. Also es gibt so ein Video mit der 4000er Karte, die riesengroß ist und dann Cola-Dosen schreddert und so ganzen Kram. Das ist geil gemacht. So, runtergeschluckt. Alle. So, Turbodraht liegt da oben, ne? Ach Quatsch, ich wollte gar nicht. Nein, wir wollten noch gar. Fuck, jetzt habe ich es gemacht. Ich habe es gemacht. Chat, wir müssen jetzt nochmal neu anfangen. Ich habe gescannt. Wir wollten nicht Ehrlich? scannen. Zweimal habe ich gescannt. Ich habe aber auch schon einmal gescannt. Ah, okay, gut. Na, dann ist ja nicht so schlimm. Vorhin bei den Kohlesprengungen, ja. Ja gut, dann fangen wir nochmal neu an, oder was? Okay, dann Gut. ja. Jetzt so, ne? Nein, Spaß. Nein, nein. Sieht ja schon ganz gut aus hier. Jetzt muss nur noch dieses Gedöns da weg. Eigentlich haben wir ja alles schon, was hier jetzt noch so steht. Also das, was jetzt in den Lagern ist, das kann ja eigentlich drin bleiben, ne? Das müssen wir nicht. Oder wir hauen so einen Schredder. Ja, das nächste, was wir jetzt bauen müssen, ist das Hauptlager. Und dann haben wir ja auch schon wieder ein bisschen Strom gewonnen. Da wir dann halt dann dort die Geschichten wie Computer und sowas bauen können dann, ne? Ah, na klar, habe ich die Fliegen ausgelöst. Na komm her, Kein komm. Strom. Ach so, er ist ausgeschaltet. Hi. Eigentlich können die weg, ne? Also das Hauptlager ist jetzt quasi das nächste. Also ich habe Angst, wenn ich jetzt die Biomassegeneratoren weglösche, ja, dass dann das Stromnetz zusammenbricht, weil die auch so Kuddelmuddel verbunden sind halt, ne? Aber eigentlich dürfte es ja nicht. Oh. So, ich werde jetzt nochmal was machen. Auf jeden Fall werden wir Ja, nochmal. vier Wächter hier oder was? Wow. Mal vier Wächter für eine gelbe Schnecke. Moment. Ja, 2000 noch. Was werfe ich denn jetzt weg? Oha. Geht ja, es rennt ja das Band. Junge, Junge, Junge. Eine milde Gabe. So. Die brauchen wir auf jeden Fall dann noch, dann gehe ich da nicht bei. Bei der Verkabelung weiß ich gar nicht, ob man die auch noch mal braucht. Habe ich nicht Kann im Kopf, weiß ich nicht. sein, ey. Muss mal in der App nachgucken. Ne, das ist ja jetzt der letzte. Oh, hier ist ja noch eine Strecke. Das ist ja jetzt der letzte Step. Vorletzte. Der vorletzte? Ja. Du kannst ja noch die Ach ja, stimmt, ja, goldene stimmt. Tasse noch, ne? Ja, naja, gut, okay, gut. Ja, weißt du ja nicht, ob das was bringt jetzt für Update 5. Ob das dann, aber das haben sie beim letzten Mal auch so gemacht, dass sie das einfach rückgängig gemacht haben. Schritt 7 und 8. Ja. Ne, war ja so. Letztendlich die Leute, die es erfüllt hatten. Ja, dann kann ich dich aber nicht hosten. Aber nicht so schlimm. Kann ich ja machen. Also wir werden ja sowieso noch ein bisschen nachbearbeiten wegen eben den Soundproblemen hier, ne?
Also ihn hört man ja im TS, also im Stream, Gott sei Dank, also Dennis jetzt oder Defrom. Aber halt den Ingame-Sound nicht. Das nervt mich persönlich auch ein bisschen. Ja, wir werden dann ein paar Optimierungen machen da. Kann man das eigentlich im Nachhinein von OBS rüber kopieren, die Einstellung? Ja, kann man. Ja, dann. Man kann, also, ach so, ja, von ja, also von Streamlabs OBS auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das wird von OBS auch gehen. Von OBS auf Streamlabs OBS, so. Ja, Ja, ich, ja, das ja. weiß ich, ob das geht, aber ich weiß, dass Streamlabs OBS, das Streamlabs OBS geht. Okay. So, eine Marke haben wir noch gekriegt. Nochmal vier Viecher hier oder was? Wo bist du denn schon wieder her? Bin eigentlich nur auf dem Rückweg. Alles voller Giraffe hier. Du bist den anderen weggelaufen. So, Alle dann 45 Bären vertilgt. Ist nicht schlimm, die Zähler kosten dort, aber. Naja, Papa hat doch mal eine Schnecke mitgenommen und. mit dem Lager fängst du erst an, wenn wir dann durch sind, ne? Ne, mit dem Lager können wir tatsächlich jetzt was anfangen dann. Ja, Oder im okay. nächsten Stream, also jetzt nicht heute Ja, unbedingt. Ne? okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute noch die Forschung hier frei und dann haben wir es auch schon gleich wieder 20 Uhr, ne? Dann bauen wir uns ein schönes Zentrallager und auf den Ebenen drüber dann die Produktion für Computer und was da alles noch so kommt. Mehrere Rahmen, also was halt, ne? Genau. Rahmen werden ja schon produziert, aber die schweren Rahmen eben noch nicht. Ist halt die Frage, ob wir das vielleicht nochmal ein bisschen größer aufziehen sollten. So dass wir das voneinander trennen und nicht jetzt, weil das, die Rahmen, die jetzt hier ankommen, die sind ja für den Weltraum, für die Komponenten, das reicht ja aus. Das kann ja nebenbei so laufen, aber Ja. dann wirklich für die großen oder für die schweren Rahmen ist dann, denke ich mal, schon sinnvoller, vielleicht auch ins Pilzbiom zu gehen oder ins Oder Palmenland. wir produzieren sie halt dann über dem Hauptlager halt, ne? Gucken wir uns dann an. Schauen wir mal. Ja, oder so, ja klar. Ich kann jetzt tatsächlich nichts mehr machen, weil mir fehlt Stahl. Ich kann noch mal im Stahlwerk gucken, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. Oder hast du das aufgesplittet, dass das einmal in Lagercontainer geht und einmal. Weil hier gar nichts ankommt, so gefühlt. Ja, die Träger hast du direkt Richtung Weltraumlift geschickt. Deswegen laufen die alle gerade in diese vielseitigen Rahmen rein. Nee, aber du kannst ja, du könntest, hättest ja nach der Produktion Stahlträger, hättest du ja einen Splitter setzen können, dass der ein Lager vollhaut und das Da andere eben stimmt, in die das hätte ich machen Produktion geht. können. Ich habe da einen Splitter sitzen, der die Dings versorgt, die Weil hier kommt ja mal so gar nichts rüber. Betonstahlträger. Ja. Okay. Aber der Rest läuft erstmal völlig frei gerade durch. Das wollte ich nochmal, wollte ich ja umklemmen, aber dadurch, dass ich jetzt 2 Tage unterwegs war, habe ich das natürlich nicht Nee, gemacht. alles Das gut, alles gut. tut mir leid. So, da. Dann machen wir jetzt Jetpack. Nein, nein. So, und Yumi noch. Und Zündung. Oha, ah ne, das war ein Stahlbarren, ja, okay. Sehr geil. Aber ich habe jetzt auch wieder genug Schrecken gesammelt, dass wir die Produktion ein bisschen hochdüsen können. Ich habe auch noch 13 Stück. Ach so. Also jetzt nicht Schnecken, sondern Charts. Wo bist denn wir? Achso, du Ja, bist in. dann düst die mal in die beiden. Also 3 Stück bräuchtest du. In die beiden Eisenerzmeiner rein. Hier am Weltraumlift. Bei der Stahlproduktion. Ach so, okay. Ja. Sodass die wirklich volles Rohr laufen, dann kommen auch die Stahlträger schon raus. Ach, Nee. liegt das wirklich nur am Eisen? Na, die waren nie unrein, ne? Das sind unreine Quellen, genau. Was ist das denn hier? So, was brauchen wir denn jetzt für ein Jetpack? 52 Megawatt. Jetpack, der braucht 15 Platinen, also 30. Der hier ist aber voll.
Kommt Ach, gar nicht da die hinterher. Nachwäsche von. Wenn die schmelzen, das auch nicht. Was ist denn jetzt hier schon wieder mit los mit? Ah, okay, passt. Also wenn das vollgelaufen ist, wie schnellsten, dann brauchst du es nicht übertakten. Ja, Natürlich. eigentlich schon, ne? Dann ist das okay. Dann könnte man vielleicht mal eine Schmelze dazusetzen oder so, aber. Also es stockt hier ganz schön, ne? Und das läuft auf. Ja, weiß ich nicht. Also der Container ist voll hier. Es bringt nichts, das zu übertakten. Ich komme mal rüber. Oh, wenn ich das hier sehe mit den Wänden, ne? Ich krieg so ein. Oh, ich krieg Kratze. Den Wänden. Das habe ich getan. Nee, nee, Auch weil die alles. Wände nicht fertig sind. Nee, weil die falsch rum sind. Manche so, weißt du? Gibt ja zwei Seiten. Okay. Gibt ja Habe ich zwei nicht da. Seiten von den Wänden, deswegen. Was ich auch nicht verstehen kann, aber. Was wir auch unbedingt benötigen, ist ein zweiter Bunny-Slot, ey. Am besten noch ein dritter. Jetpack, Gasmaske. Und Sonnenbrille. Und Sonnenbrille. Also vier. Richtig. Ja, sowas habe ich mir auch fast. Also sowas habe ich mir innerlich gewünscht. Aber ich vermute mal, dass wirklich sowas kommt. Also ein zweiter Bodyslot ist, glaube ich, soweit ich weiß, soll wohl auch kommen. Ja, das stimmt, ne? Eisen ist jetzt voll. Okay. Gut. Und dann machen wir es einfach so. Oh. Wie ist denn das mit der Kohle? Ist die Kohle denn ausreichend vorhanden? Die Kohle stockt auch, also ist die auch ausreichend da. Die kommt ja Mal von hier der läuft ja Reihenfrist. wie verrückt, ne? Aber Oh, ich habe noch zwei Schmelzen übertaktet, Mama. Hauptsache, du weißt hinterher noch, wo die ganzen Charts drin sind. Naja, In das welchen Ding ist schon Schmelzen. Oder Gießereien sind das ja. so, dann kommen wir bei mich hier. Moment. Der So, Biofleet. Fusionator sieht aus von oben wie die Felge vom DeLorean. Ja? Was denn? Danke. Boah, fett groß. Das Endlich. stimmt. Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Fehler vom DeLorean, hast recht, ja. Ja, so ist doch schon ganz, so ist doch ganz gut eigentlich. Ist doch schon fast perfekt. Eigentlich fehlt noch eine Schmelze, wenn man sich das Band jetzt anguckt, da mit dem Stahl. Gut, das wird sich auch mal geben, sobald der erste Container vorgelaufen ist, ne? Dann staut sich das einmal auf, dann ist da Ruhe. Ich bin immer wieder fasziniert halt von dem Outfit von den, naja, Protagonisten oder beziehungsweise von den Spielern halt so, ne? Weil du selber siehst es ja eigentlich gar nicht, wenn du Ja. jetzt alleine spielst halt, ne? Und wir sind halt alle weiblich, ne? Wir sind halt alle weiblich, ja. Wir sind Transen. Falschen Körper auf dem Planeten gespawnt. Endlich Jetpack, Gott sei Dank. Jetzt können wir zwar nicht mehr so schnell laufen, aber Das stimmt. wir kommen fast überall hoch. Da kommen wir auch hoch. Da ist noch eine lila Schnecke drauf. Haben wir die eigentlich schon? Die müssen Ne. noch ins Mem, glaube ich, ne? Ich muss nachher ins Wärmen, ja. Damit wir sie verarbeiten können.
Aber wir kriegen noch zu wenig Zahlen im Ja, Prinzip. dann müssen wir noch ein bisschen größer bauen. Mit reinen Quellen vielleicht am besten. Nee, Eisen scheint ja jetzt genug da zu sein. Wer hat denn Aber das noch hier ein gebaut? bisschen. Das sieht ja total geil aus. Nein, alles gut. Ein bisschen Dampf auf die schmelzen und dann gucken wir Können wir die mal. ganzen Leitern wieder abbauen. Das schaffe ich nicht, scheiße. Man sich endlich wieder frei bewegen, ey. Ist das herrlich. Hörchen. Wenn's läuft, ist gut. Wenn's steht, ist scheiße. Wenn steht, ist auch was voll, das ist immer gut. Ja, kann man Oder so wird zu und so wenig sehen, ne? produziert, je nachdem, aber. Ja. Also rein theoretisch könnten wir dann noch ein Dings hinstellen. Rotoren So, macht vier jetzt kommen die in Wallung Minuten. hier. Jetzt hat er schon mal 84%. Der macht Das hier. 5 pro Minute, okay. So, der sollte 100 haben. Er hat 96 noch, aber geht auch noch oben. Das ist ja ätzend. Okay. Ich fährt 100, jawohl. So, wir haben es kurz nach 20 Uhr. Wir machen jetzt Feierabend. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich gucke mir das mal an mit den Videos, weil für YouTube dann, ob das von der Qualität her passt. Ansonsten nehmen wir nur den zweiten Teil. Sonst nehmen wir nur den zweiten Teil, genau. Ja. Der ja auch 3 Stunden umfasst. Also von daher, das ist ja früh genug aufgefallen, Gott sei Dank. So, dann ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend Ja. und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. So soll es Bis sein. denne. Ciao, ciao. Ich komme nicht unten an die Taste ran.